Alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien wollen Neuwahlen. Es gibt keine Mehrheit des Bundestags, die bereit ist, eine andere Regierung zu wählen. In ihrem Wunsch nach Neuwahlen entsprechen die Parteien einem Wunsch der großen Mehrheit unserer Bevölkerung. Wir Sozialdemokraten wollen die Neuwahl und wir bestehen auf ihr. Aber wir haben nicht Anteil an dem Risiko eines Scheiterns, das sich aus dem von der Regierung und den Regierungsparteien mit robuster Dickfelligkeit festgehaltenen Weg über die fiktive Vertrauensfrage ergeben kann. Es waren scharfe Meinungsgegensätze, die die Ankündigung des Amtierenden und die ausführliche Oppositionsrede eines ehemaligen Bundeskanzlers kennzeichneten. Kohl und Brandt wollten Neuwahlen, über den Weg dahin aber waren sie sich völlig uneins. Willkommen, liebe Zuschauer, wieder bei den historischen Debatten. Die Situation am 17. Dezember 1982 im Deutschen Bundestag war ungewöhnlich oder sogar kurios. Ein Regierungschef stellte im Parlament die Vertrauensfrage in der Absicht, das Vertrauen verweigert zu bekommen. Sein Ziel, die Auflösung des Bundestages nach Artikel 68 des Grundgesetzes zu erreichen und damit zu Neuwahlen zu gelangen. Aus den schlechten Erfahrungen der Weimarer Republik lernend, in der kein einziger gewählter Reichstag die volle Legislaturperiode je überstand, hatten die Väter und Mütter des Grundgesetzes die Auflösung des Parlaments bewusst erschwert. Nun sah die Regierung Kohl-Genscher keine andere Möglichkeit, die versprochenen Neuwahlen im März 1983 stattfinden zu lassen, als das Manöver einer formalen Vertrauensverweigerung durch die Bundestagsmehrheit. Helmut Kohl sah sich mit der Verfassung im Reinen. Er sagte, die neue Regierung brauche jetzt, da sie das Dringendste für die Gesundung von Wirtschaft und Staatsfinanzen getan habe, für die notwendige langfristige Politik der Erneuerung eine Entscheidung des Wählers. Willy Brandt dagegen rechnete scharf mit den Aktivitäten der christlich-liberalen Koalition ab. Ihr fehle, so Brandt, jegliches haushalts- und beschäftigungspolitische Konzept. Mit ihrem Vorgehen zur Auflösung des Bundestages beschädige sie die Position des Bundespräsidenten und wolle ihn zum Vollzugsorgan der Bundesregierung machen. Natürlich widersprach Alfred Dregger, Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion, dieser Deutung der Dinge. Er bezeichnete den von der Koalition eingeschlagenen Weg als verfassungsgemäß und notwendig. Vorher habe die Fahrt des Landes in den finanzpolitischen Abgrund gebremst werden müssen, meinte Dregger. Für die Freien Demokraten nannte deren Parteivorsitzender und Außenminister Hans-Dietrich Genscher die anstehenden Wahlen eine grundsätzliche Entscheidung. Die Alternative sei Unregierbarkeit des Landes. Denn darauf, so Genscher, liefe die Annäherung der Sozialdemokraten an die Grünen hinaus. Kein Zweifel, die Zeichen standen unüberhörbar voll auf Wahlkampf. Daneben blieben die Bedenken gegen das Verfahren der Auflösung des Parlaments deutlich zu vernehmen. Darunter der Argwohn, künftig könnte eine Regierung, wenn die Stimmung für sie günstig sei, einen ihr genehmen Zeitpunkt zur Anberaumung von Wahlen bestimmen. Ein Recht, das nebenbei bemerkt, der Premierminister in Großbritannien durchaus hat. Wir können Ihnen also eine ebenso lebhafte wie inhaltlich hochinteressante Debatte versprechen. Bundestagspräsident Richard Stücklen eröffnete die Sitzung. Wir treten in die Tagesordnung ein. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 32. Beratung des Antrags des Bundeskanzlers gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes, Drucksache 2304. Am 13. Dezember 1982 hat der Bundeskanzler den Antrag gemäß Artikel 68 Absatz 1 des Grundgesetzes gestellt. Der Antrag ist am 14. Dezember 1982 als Drucksache 9-2304 verteilt worden. Damit ist auch die Frist von 48 Stunden zwischen dem Antrag und der Abstimmung gemäß Artikel 68 Absatz 2 des Grundgesetzes gewahrt. Das Wort hat der Herr Bundeskanzler.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Regierungserklärung vom 13. März 1982 habe ich das Programm der von FDP, CSU und CDU getragenen Bundesregierung vorgestellt und unsere Absicht bekräftigt, möglichst am 6. März 1983 vor den Wähler zu treten. Ich habe deshalb den Antrag gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes gestellt. Einen solchen Antrag hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bisher zweimal gegeben. Im September 1972 durch Bundeskanzler Willy Brandt mit dem erklärten Ziel, durch die Ablehnung des Antrags in die Lage versetzt zu werden, dem Bundespräsidenten die Auflösung des Bundestages vorschlagen zu können. Im Februar 1982 hat Bundeskanzler Helmut Schmidt einen solchen Antrag gestellt, um sich der Zustimmung der damaligen Koalition zu vergewissern. Meine Damen und Herren, auch wenn die Gründe im Jahre 1972 anders waren, so knüpfe ich an das von Bundeskanzler Brandt damals genannte Ziel an. Mein Antrag soll dazu beitragen, dass der Weg zu Neuwahlen geöffnet werden kann. Ich weiß, dass es über den Anwendungsbereich des Artikel 68 des Grundgesetzes wie auch über andere Wege zur Auflösung des Bundestages während einer Legislaturperiode eine intensive öffentliche Diskussion gibt. Nach eingehender Prüfung aller wesentlichen Gesichtspunkte und nach Beratungen und Gesprächen mit den Vorsitzenden der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien und Fraktionen bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass der von mir eingeschlagene Weg im Einklang mit dem Grundgesetz steht. Artikel 68 des Grundgesetzes gibt dem Bundeskanzler die Möglichkeit, die Mitglieder des Deutschen Bundestages zu fragen, ob für die Weiterarbeit der Bundesregierung eine hinreichende parlamentarische Basis gegeben ist. Ich stelle an Sie heute diese Frage. Und meine Damen und Herren, ich erinnere an die Vereinbarungen, welche die Koalitionsparteien CDU, CSU und FDP meine Damen und Herren, das war ganz gewiss keine freudsche Fehlleistung bei mir. Aber ich wiederhole es gerne noch einmal, welche die Koalitionsparteien von CDU, CSU und FDP im September 1982 getroffen haben. Wir sind damals in der Koalition gemeinsam zu der Auffassung gelangt, dass wir sofortige Neuwahlen angesichts der außergewöhnlichen Notlage, die wir vorgefunden haben, nicht verantworten können. Die Bewältigung dringender Probleme, für die in der früheren Regierung und Koalition keine Mehrheit zu erzielen war, duldete keinen Aufschub. Ich erinnere vor allem an die Lage der öffentlichen Finanzen, an die wirtschaftliche Situation und insbesondere an die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Wir mussten den Bundeshaushalt 1983 und die ihn begleitenden Gesetze verabschieden. Wir mussten unserem Lande, unseren Partnern und Verbündeten in der Welt Klarheit über den künftigen außenpolitischen Kurs verschaffen. Deshalb war von Anfang an der Auftrag für diese Bundesregierung sachlich begrenzt. Deshalb haben wir von Anfang an angestrebt, dem Wähler so bald wie möglich Gelegenheit zu geben, sein Votum zur Politik und Koalition der Mitte, zu dieser neuen Politik abzugeben. Meine Damen und Herren, das bedeutet erstens, wir wollten ein auf das Notwendigste konzentriertes Dringlichkeitsprogramm. Zweitens, wir wollten uns nach Verabschiedung des Programms unverzüglich dem Wähler stellen. Auf dieser Grundlage und Absprache und gemäß dieser Absprache bin ich am 1. Oktober 1982 zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden.
Dies habe ich in meiner Regierungserklärung am 13. Oktober 1982 bekräftigt, und dazu stehe ich selbstverständlich auch heute. Den ersten Teil unserer Zusage haben wir eingelöst. Erstens. Die neue Koalition der Mitte hat die notwendigen ersten Schritte eingeleitet, damit die staatlichen Finanzen wieder gesunden können. Der Deutsche Bundestag hat in dieser Woche die Haushaltsgesetze und die Begleitgesetze verabschiedet. Die Koalition hat die ersten Impulse gegeben, um unsere Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und neue Arbeitsplätze vor allem für die junge Generation zu schaffen. Die Bundesregierung hat zugleich deutlich gemacht, dass und wo wir gemeinsam mit unseren Mitbürgern opfern und zumuten müssen, damit das soziale Netz erhalten werden kann. Wir haben die seit vielen Jahren anstehende Novelle zur Neuordnung des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes verabschiedet. Zweitens. Die neue Koalition der Mitte hat die Freundschaft mit unseren europäischen Nachbarn und unseren Partnern im Nordatlantischen Bündnis gefestigt. Die Bundesregierung hat unsere Politik des Dialogs in den Ost-West-Beziehungen sowie der Partnerschaft mit den Ländern der Dritten Welt vertieft. Das Ziel unserer Sicherheitspolitik und unser fester Wille, für den Frieden in der Welt zu arbeiten, sind besonders deutlich geworden. Wir sind wieder, meine Damen und Herren, ein verlässlicher und berechenbarer Partner in der internationalen Politik. Nachdem wir das Dringendste getan haben, ist es geboten, sich dem Votum des Wählers zu stellen. In zahlreichen Gesprächen habe ich den Eindruck gewonnen, alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien wollen Neuwahlen. Und die weit überwiegende Mehrheit, ich bin ja mal dankbar, dass ich wenigstens auf diese Art Ihren Beifall gewinne. Und meine Damen und Herren, die weit überwiegende Mehrheit unserer Bürger will ebenfalls Neuwahlen. Und ich bin davon überzeugt, dass die angestrebten Neuwahlen notwendig sind. Vor uns liegen außerordentlich schwierige Aufgaben. Es geht darum, unser Land aus der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland herauszuführen. Ob diese Aufgaben mit Aussicht auf Erfolg gelöst werden können, hängt entscheidend davon ab, dass die Arbeit der Parteien und Fraktionen, welche die Regierung tragen, von einem entschiedenen Wählerauftrag gestützt wird. Die notwendige Politik muss langfristig angelegt sein, denn wir wollen nicht Stückwerk leisten, sondern dauerhafte Fundamente legen, wie dies CDU, CSU und FDP schon einmal zu Beginn der Geschichte unserer Bundesrepublik Deutschland getan haben. Und wir, CDU, CSU und FDP, sind bereit, uns zu einem zweiten Mal einer solchen schweren Aufgabe in einer schwierigen Zeit zu stellen. Wir wollen und wir müssen den Staatshaushalt in Ordnung bringen. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft wiederbeleben. Wir müssen in der Außen- und Sicherheitspolitik unseren Weg zur Sicherung des Friedens in Freiheit weitergehen können, auch wenn wir dabei schwierige Auseinandersetzungen zu bestehen haben. Und wir müssen dauerhafte Voraussetzungen für eine menschlichere Gesellschaft schaffen. Meine Damen und Herren, in all diesen Fragen gibt es noch keine umfassenden, längerfristigen Absprachen der jetzigen Koalitionspartner. Die Koalitionsvereinbarung konzentrierte sich auf das in meiner Regierungserklärung am 13. Oktober 1982 dargelegte Dringlichkeitsprogramm. Es konnte und es kann sich nicht auf alle Felder der Politik in der notwendigen Breite und Vielfalt erstrecken. Das notwendige Dringlichkeitsprogramm ist erfüllt. Mit der Erfüllung dieses Programms ist für die Weiterarbeit der Koalition eine parlamentarische Grundlage nicht mehr gegeben. Wir wollen nun den Wähler bitten, uns den Auftrag für eine langfristige Politik
der neuen Koalition der Mitte zu geben. Die Koalitionsparteien CDU, CSU und FDP sind grundsätzlich bereit, nach der Wahl erneut zusammenzuarbeiten. Für die weitere Arbeit der Koalitionsparteien bedarf es einer neuen parlamentarischen Grundlage. Und diese Grundlage soll der Wähler gewähren. Er soll darüber hinaus entscheiden, ob die Koalition weiter zusammenarbeiten kann und welcher gemeinsame Inhalt für eine zukunftsorientierte, langfristig angelegte Politik vereinbart werden kann. Auch die SPD als Oppositionspartei hat klar erklärt, dass sie nicht bereit ist, eine Koalition einzugehen und dass sie Neuwahlen will. Keine, meine Damen und Herren, im Deutschen Bundestag vertretene Partei oder Fraktion würde durch eine Parlamentsauflösung übervorteilt. Wenn gegen den Weg, den ich zu Neuwahlen eingeschlagen habe, der Einwand erhoben wird, dass die Verfassung manipuliert würde, so entbehrt dieser Einwand jeder Grundlage. Ich habe Ihnen heute und in all diesen Wochen seit meiner Wahl zum Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Ihnen und der deutschen Öffentlichkeit in aller Offenheit meine Erwägungen vorgetragen. Ich habe alles vermieden, was den Anschein des Künstlichen oder der Manipulation erwecken könnte. Der Vorwurf der Manipulation, meine Damen und Herren, wäre schon eher gerechtfertigt, wenn ich den Weg des Rücktritts gemäß Artikel 63 des Grundgesetzes wählen würde. Artikel 63 des Grundgesetzes setzt mehrere vergebliche Wahlgänge voraus, um den Weg zu Neuwahlen zu öffnen. In der augenblicklichen Situation, meine Damen und Herren, würde es niemanden überzeugen, wenn ein derartiges Verfahren eingeschlagen würde, um den Bundespräsidenten zur Auflösung des Bundestages zu nötigen. Ich bin der Auffassung, dass der von mir gewählte Weg zur Auflösung des Bundestags überzeugend und verfassungsrechtlich einwandfrei ist. Ich hebe noch einmal die wichtigsten Gesichtspunkte hervor. Die Koalition braucht als Grundlage für die notwendige, langfristige und breit angelegte Politik der Erneuerung eine Entscheidung des Wählers. Alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien wollen Neuwahlen. Es gibt keine Mehrheit des Bundestags, die bereit ist, eine andere Regierung zu wählen. In ihrem Wunsch nach Neuwahlen entsprechen die Parteien einem Wunsch der großen Mehrheit unserer Bevölkerung. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, Ihre Entscheidung zu der von mir gestellten Frage nach Ihrem Gewissen zu treffen. Dem besonderen Charakter des Artikels 68 des Grundgesetzes entspricht es, dass ich persönlich an der Abstimmung nicht teilnehme. Meine Damen und Herren, wir werden durch unser Verhalten eine wesentliche Grundlage für die Entscheidung treffen, die ich dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen möchte. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Brandt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch die gegenwärtige Bundesregierung hat nichts daran ändern können, dass wir in einer Woche Weihnachten haben. Und ich gehe davon aus, dass sie daran auch nichts hat ändern wollen. Es ist ja im Übrigen ganz gut, wenn wir alle miteinander, Herr Bundeskanzler und wir alle in diesem Haus, an die Begrenztheit dessen erinnert werden, was wir bei allem Engagement und bei allem mehr oder weniger guten Willen zu bewirken vermögen. Aber dem Herrn Bundespräsidenten legen Sie, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen der gegenwärtigen Koalition, wenn Sie dem Begehren von Bundeskanzler Kohl folgen,
etwas auf den vorweihnachtlichen Tisch, was ihm wenig Freude bereiten kann. Auch nicht nach den Erläuterungen, die der Herr Bundeskanzler dazu eben gegeben hat. Nun haben wir über den Gegenstand, um den es hier geht, also vorgezogene Neuwahlen, schon im September, als die sozialliberale Koalition auseinandergebrochen war, von dieser Stelle aus unsere Meinungen ausgetauscht. Wir Sozialdemokraten haben seitdem auch sonst unsere Meinung gesagt. Ich bin weiterhin nicht sicher, ob unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger gut genug verstehen, worum es jetzt geht. Deshalb erscheint es mir unerlässlich, die Zusammenhänge aus meiner, aus unserer Sicht noch einmal aufzuzeigen. Wir, die Sozialdemokraten in diesem Hause, waren und sind der Meinung, dass der Weg zu Neuwahlen hätte beschritten werden sollen, als die Koalition zerfiel, die im Oktober 1980 durch die Wähler erneut ins Amt berufen worden war. Bundeskanzler Schmidt hatte Ihnen und uns vorgeschlagen, das Mandat in die Hände der Wähler zurückzugeben. Die Mehrheit dieses Hauses hat sich anders entschieden und wir hatten uns dem, die wir nicht die Mehrheit stellen, zu beugen. Wir haben ja auch nie die Rechtmäßigkeit des Regierungswechsels bestritten, der hier am 1. Oktober stattgefunden hat. Natürlich erlaubt das Grundgesetz die Neuwahl eines Bundeskanzlers im Verlauf einer Legislaturperiode des Bundestages. Ob der Wechsel im konkreten Fall, also durch den Seitenwechsel derer, die die Mehrheit der FDP bilden, unter dem Gesichtspunkt politischer Klarheit und Wahrhaftigkeit gerechtfertigt war, daran haben wir unseren ersten Zweifel angemeldet. Daran hat sich nichts geändert. Denn es bleibt ein ungewöhnlicher Vorgang, ein, wie wir meinen, höchst zweifelhafter Vorgang, dass eine Partei einen Teil ihrer Stimmen für das Versprechen erhält, mit Bundeskanzler Schmidt weiter zusammenzuarbeiten, um ihn kaum zwei Jahre danach nicht zu stützen, sondern aus fadenscheinigen Gründen zu stürzen. Nun hat ja Bundeskanzler Kohl von Anfang an auch das Empfinden gehabt, dass er nicht einfach weitermachen könne, als ob in Bezug auf die innere Rechtfertigung des Regierungswechsels alles in Ordnung gewesen wäre. Also hat er in seiner Regierungserklärung vom 13. Oktober und hat eben darauf Bezug genommen, Neuwahlen in Aussicht gestellt. Weil Sie, Herr Bundeskanzler, was ich wohl verstehen kann, sich erst einen Platzvorteil verschaffen wollten, haben Sie eine über zwei Monate sich erstreckende Phase der Spekulationen und Unklarheiten entstehen lassen, nämlich darüber, wie die vorgezogenen Neuwahlen in die Wege geleitet werden sollten. Erst seit Ihrem Antrag zu Beginn dieser Woche gibt es insoweit eine neue Situation.
Herr Bundeskanzler, vor dem von Ihnen jetzt vorgeschlagenen Weg, die Neuwahl zu erreichen, ist schon im September, also vor Ihrer Wahl zum Bundeskanzler, aus verfassungsrechtlicher, von einigen aus verfassungspolitischer Sicht, ausdrücklich gewarnt worden. Die inzwischen mehrfach wiederholte Warnung hat ihren Zweck nicht erreicht. Gerade an diesem Weg, wie wir eben gehört haben, gerade an diesem Weg einer einfachen Vertrauensfrage halten Sie fest. Dabei fehlt es nicht an Hinweisen, dass Sie, Herr Bundeskanzler, und Ihre politischen Freunde die rechtlichen Bedenken gegen eine negativ beantwortete Vertrauensfrage trotz bestehender Mehrheit für die Regierung als erheblich angesehen haben oder vielleicht auch jetzt noch ansehen. Herr Ministerpräsident Strauß, der Vorsitzende einer der drei dieser Regierung tragenden Parteien, hat noch am 2. Dezember, nicht irgendwann im frühen Herbst, hat noch am 2. Dezember in einem Fernsehgespräch betont, er sei für sofortige Neuwahlen gewesen. Von ihm stamme der Termin des 6. März nicht und er trage auch nicht die Verantwortung dafür. Sein, wie er es sagt, liebster Weg zu Neuwahlen führe über die durch eine Grundgesetzänderung ermöglichte Selbstauflösung des Bundestages. Sie selbst hatten, Herr Bundeskanzler, in Ihrer Regierungserklärung vom 13. Oktober eingeräumt, dass es verfassungsrechtlich nicht einfach sei, die Absicht zur Wahl am 6. März nächsten Jahres zu verwirklichen. Gleichwohl haben Sie es sich mit Ihrem jetzigen Verfahren einfach gemacht. Ich finde, vielleicht zu einfach gemacht. Dies ist, Herr Bundeskanzler, im Übrigen nicht die Situation von vor 10 Jahren. Damals ist, woran Sie uns eben erinnert haben, von Artikel 68 des Grundgesetzes Gebrauch gemacht worden. Doch übersehen wir bitte nicht. Die damalige Regierung hatte es mit einem Pakt zu tun. Damals haben wir uns darauf verständigt, das nicht erstrebte und in der gegebenen Situation auch nicht zu erreichende Vertrauensvotum, nämlich nach Artikel 68 Grundgesetz, zu nutzen, um Gustav Heinemann, dem damaligen Bundespräsidenten, die Möglichkeit zu geben, den Bundestag aufzulösen. Und so ist es ja dann auch erfolgt. Diesmal haben wir es mit einer, was den Ausgangspunkt angeht, anderen Lage zu tun und niemand, der die Belastbarkeit unserer Verfassung geprüft hat, dürfte sich darüber im Unklaren gewesen sein. Es drängt sich hier die Frage auf, meine Damen und Herren, ob wirklich die zeitliche Begrenzung eines Regierungsmandats durch Koalitionsvereinbarung und ergänzende Fraktionserklärungen genügen soll, um die vorzeitige Auflösung des Bundestages zu ermöglichen. Wir Sozialdemokraten werden jedenfalls den weiteren Verlauf dieses Verfahrens mit aller Sorgfalt daraufhin beobachten, ob hier erstmalig ein Beispiel dafür gegeben wird, dass ein Bundeskanzler, egal aus welcher Partei er komme, mit seiner Parlamentsmehrheit das Ende einer Legislaturperiode des Bundestages nach eigenem Ermessen herbeiführen kann.
Meine Damen und Herren, politische Gründe für die zeitliche Begrenzung und die Erneuerung eines Regierungsmandats durch Wahlen lassen sich auch für andere künftige Fälle denken. Wir alle, meine Damen und Herren, können doch aber wohl nicht, lassen Sie mich bitte jetzt meine Darlegung hierzu in Ruhe auseinandersetzen. Das ist wichtig genug, nicht nur für uns heute, sondern für die Verfassungsentwicklung dieses Landes, das, wovon ich spreche. Also ich wiederhole, politische Gründe für die zeitliche Begrenzung und die Erneuerung eines Regierungsmandats durch Wahlen lassen sich auch für andere künftige Fälle denken. Nun können wir doch alle wohl nicht wollen, dass eine jeweilige Regierung mit ihrer jeweiligen Mehrheit den ihr günstig erscheinenden Neuwahlzeitpunkt selbst aussucht, statt in der vom Grundgesetz bestimmten Vierjahresfrist ihre Aufgaben zu erfüllen und sich danach den Wählern zu stellen. Das ist die Grundlage der Verfassung. Nun haben Sie, Herr Bundeskanzler, nun muss ich Ihnen mal was sagen, wir haben den Bundeskanzler angehört, wie sich's gehört. Sie haben bitte den Sprecher der Opposition auch zu anzuhören, damit er seine Auffassung ruhig darlegen kann. Nun haben Sie, Herr Bundeskanzler, die Frage aufgeworfen, im Laufe der zurückliegenden Wochen, ob nicht das Grundgesetz so ergänzt werden sollte, dass für die Zukunft der Bundestag selbst das Recht erhielte, sich durch qualifizierten Mehrheitsbeschluss selbst aufzulösen und dadurch Neuwahlen möglich zu machen. Ich habe Ihnen dazu gesagt, dass sich die Sozialdemokraten, ohne das Ergebnis vorwegzunehmen, einer späteren sorgfältigen Prüfung einer entsprechenden Verfassungsergänzung nicht entziehen würde. So habe ich es Ihnen gesagt, so wiederhole ich es hier. Wir Sozialdemokraten haben indes zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel daran aufkommen lassen, dass wir zu Neuwahlen bereit sind. Auch unter anderen als den im Frühherbst von Bundeskanzler Schmidt vorausgesetzten Bedingungen. Wir haben auch gegenüber dem Herrn Bundespräsidenten keinen Zweifel daran gelassen, dass die Nein-Stimmen der Sozialdemokraten in diesem Haus Ihnen, Herr Bundeskanzler, jedenfalls sicher sind. So haben wir es übereinstimmend erklärt, ich selbst für die Sozialdemokratische Partei, Herbert Wehner, der aus Krankheitsgründen leider heute nicht hier sein kann, und Hans-Jochen Vogel als unser erster Mann für die nächsten Wahlen, nämlich als unser Kandidat für das Amt des Bundeskanzlers. Und so sage ich es hier noch einmal, Bundeskanzler Kohl kann sich darauf verlassen, dass er das politische Vertrauen der sozialdemokratischen Abgeordneten im Deutschen Bundestag nicht hat. Doch wenn Sie, Herr Bundeskanzler, schon auch das Empfinden hatten, dass es einer neuen Entscheidung der Wählerinnen und Wähler bedürfte, dann sage ich auch nach der heutigen Einlassung, dass Sie sich am besten hätten
zum verfassungsmäßig ganz unproblematischen Rücktritt entschließen sollen. Denn Sie wären damit, der Bundeskanzler, gar nicht erst in die Verlegenheit geraten, Ihre gerade gestern bestätigte Gesetzgebungsmehrheit mit dem heute erstrebten fiktiven Vertrauensvotum, nicht Vertrauensvotum, in Einklang zu bringen und so das Grundgesetz zu strapazieren. Sie hätten sich, bitte, aber verehrter Kollege, das muss nun, gehe ich doch im Zwischenruf ein, ist denn nicht verständlich, dass eine andere Situation gegeben war, als es nicht die Gesetzgebungsmehrheit gab, die Sie gerade gestern hier festgestellt haben? Damals saß der Herr Kollege Stöcklen dort nicht als Bundestagspräsident, sondern um für seine Fraktion, als dieser ganze Vorgang eingeleitet wurde, festzustellen, dass wir beim Haushalt unterlegen seien. Sie sind doch nicht unterlegen beim Haushalt gestern. Sie können doch die Dinge nicht auf den Kopf stellen. Ich sage also, Sie hätten sich durch den anderen Weg einiges erspart, gewisse Peinlichkeiten im Verhältnis zu anderen Verfassungsorganen hätten vermieden werden können. Mit Nachdruck will ich im Übrigen feststellen, meine Damen und Herren, dass Sie und insbesondere Sie, Herr Bundeskanzler, Ihre Pflicht und Ihre Zusage nur erfüllt haben, wenn es wirklich zu Neuwahlen kommt. Etwaige Hindernisse auf dem Weg dorthin wären von Ihnen verschuldet und müssten von Ihnen durch einen Rücktritt überwunden werden. Ich sage das vorsorglich. Diejenigen, die skeptisch nach Bonn blicken und ihre Vorwürfe an alle Parteien, nämlich jetzt für den Fall des Scheiterns einer Neuwahl schon jetzt ankündigen, die mögen bitte zur Kenntnis nehmen, dass dieser Bundeskanzler und die ihn stützenden Fraktionen die alleinige Verantwortung für das heutige Geschehen tragen und deshalb auch allein als Adressaten für Vorwürfe dieser Art zu gelten haben. Wir Sozialdemokraten wollen die Neuwahl und wir bestehen auf ihr. Aber wir haben nicht Anteil an dem Risiko eines Scheiterns, das sich aus dem von der Regierung und den Regierungsparteien mit robuster Dickfälligkeit festgehaltenen Weg über die fiktive Vertrauensfrage ergeben kann. Tritt bei einem Fehlschlag durch die Enttäuschung der Bürger politischer Schaden ein, so sind die Schuldigen allein auf der Regierungsbank zu suchen und natürlich in den Fraktionen, auf die sich der Bundeskanzler stützt. Erst recht, Herr Bundeskanzler, verantworten Sie den Schaden, der dadurch entstanden ist, dass Sie sich einerseits der noch am 1. Oktober vom Bundeskanzler Schmidt und seither von vielen Seiten wiederholt erhobenen Forderung, ihren Weg zur Neuwahl klarzustellen, bis vor kurzem beharrlich entzogen haben, andererseits die Festlegung auf den 6. März als Wahltag gleichwohl ständig wiederholt haben. Ihnen muss doch klar gewesen sein, Herr Bundeskanzler, dass Sie damit den Versuch unternommen haben, nicht sich, sondern den Herrn Bundespräsidenten festzulegen. Er löst den Bundestag auf.
Er setzt den Tag der Neuwahl fest. Und ich möchte sagen, er hat sich in der bisherigen Diskussion vorbildlich zurückgehalten. Und er hat Sie, Herr Bundeskanzler, offenkundig nicht ermächtigt, an seiner Stelle den Wahltag zu verkünden. Ich frage für alle zukünftigen Fälle mit: Wird dem Herrn Bundespräsidenten sein Handeln durch die Regierung vorgeschrieben? Soll er unter öffentlichen Druck gesetzt und zum Vollzugsorgan von Koalitionsentscheidungen gemacht werden? Die Kollegen hier sagen nein. Ich wende mich dann dem Teil Ihrer Koalition zu und sage: Ihr Innenminister Zimmermann, Herr Bundeskanzler, nähert sich auch sprachlich bereits dieser Sichtweise, bei der ich eben war, wenn er nach einem Hinweis auf den Willen einer übergroßen Mehrheit des Parlaments, wie er sagt, in einem Zeitungsinterview von vor 3 Tagen davon ausgeht, dass der Bundespräsident, und ich zitiere wörtlich, den Wunsch des Kanzlers vollzieht und den Neuwahltermin bestimmt. Sie müssen sich bitte, meine verehrten Kollegen von der gegenwärtigen Mehrheit, Sie müssen sich bitte deshalb sagen lassen, wer von Staatsverdrossenheit spricht und sie beklagt, sollte solchen Umgang mit unserer Verfassung wirklich vermeiden. Ich gehe davon aus, dass es zu Neuwahlen kommt. Dann werden viele sich und uns, Ihnen und uns, die Frage stellen, was die Bundesrepublik davon gehabt hat, dass ein so angesehener und kompetenter Regierungschef wie Helmut Schmidt, der unser Land mit sicherer Hand durch manche Fairness der Weltwirtschaftskrise gesteuert hat, dass er aus dem Amt gedrängt wurde. Und ob es sich wirklich gelohnt hat, dass man die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland nicht vor der Bildung einer neuen Regierung an den Wahlurnen hat ihren Beitrag leisten lassen. Dabei messen wir Sie, die gegenwärtige Regierung und die sie tragende Koalition. Ich würde mir solche Zwischenrufe, Frau Kollegin, wirklich ernsthaft überlegen. Dabei messen wir Sie, wiederhole ich, die gegenwärtige Regierung und die sie tragende Koalition an ihren eigenen Ansprüchen. Sie haben die Notwendigkeit der Bildung dieser Übergangsregierung damit begründet und haben jetzt eben darauf Bezug genommen, Herr Bundeskanzler, Sie wollten und Sie könnten die Voraussetzungen schaffen, um die wirtschaftlichen Probleme unseres Landes zu bewältigen und vor allem um die Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Sie, Herr Bundeskanzler, haben in Ihrer Rede am Dienstag, die ich wegen einer Sitzung einer von mir zu leitenden Kommission leider nicht mit anhören konnte, aber natürlich nachgelesen habe. Bitte? Also, der eben zurufe, ist mir sonst noch nicht weiter aufgefallen, als dadurch, dass er anstatt einen Kollegen nach einem bedauerlichen Sachverhalt zu fragen, die für ihn günstige Gelegenheit nimmt,
sich in die Bild-Zeitung reinzuspielen. Schämen sollten Sie sich. Ich wiederhole, was heißt hier peinlich, wenn Sie es denn schon genauer hören wollen? Wenn Sie es denn schon genauer hören wollen, anstatt etwas, was Sie für zu beanstandend halten, ich auch, mit den Betroffenen zu besprechen, können Sie sich vorstellen, dass jemand eine Kassette, die ihm zum 60. Geburtstag geschenkt wird, nicht mit einer Bibel, aber mit einem Nachdruck von 2 Seiten der Gutenberg-Bibel geschenkt wird von seinem Freund, dem Mainzer Oberbürgermeister, dass er die auf den Markt bringt? Ja, das können Sie sich vorstellen. So ist Ihre Gesinnung. Können Sie nicht... Ich werde mir jetzt meine Zeit nicht hierdurch verlängern lassen. Ich sage Ihnen nur, mich erstaunt das Ausmaß an Böswilligkeit und Heuchelei, das hier zum Ausdruck kommt. Ich versuchte zu sagen, dass ich die Rede des Herrn Bundeskanzlers am Dienstag nicht habe mit anhören können, aber natürlich nachgelesen habe. Und in dieser Rede haben Sie ebenso wie in der Erklärung heute früh, Herr Bundeskanzler, gemeint, Sie hätten die Weichen richtig gestellt. Das kann ich für die deutschen Sozialdemokraten nicht bestätigen. Es reicht eben nicht, sag ich es. Es reicht eben nicht, den Menschen vorzugaukeln. Die Ablösung von Helmut Schmidt durch Helmut Kohl werde auf wunderbare Weise aus der Bundesrepublik eine Insel der Stabilität in dem sie umgebenden Meer von wirtschaftlichen Zusammenbrüchen machen. Ich sage Ihnen, immer mehr Menschen erkennen in diesen Wochen, dass Sie, meine Kollegen von der Koalition, Ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht werden. Sie haben so getan, als wüssten Sie alles besser. Jetzt haben Sie nicht einmal, wie sich gezeigt hat, ein Konzept der Beschäftigungs- und Haushaltspolitik, das den Problemen unserer Zeit gerecht wird, in der Schublade gehabt. Zur auswärtigen Politik hieß es, es solle Kontinuität gewahrt werden. Andere, voller wie noch mehr im Hintergrund, stellen die nicht ganz unlogische Frage, ob sie denn nun unterstützen sollten, was sie 13 Jahre lang zum Teil verbissen bekämpft haben. Derweil hat sich der neue Bundeskanzler in eine Vielzahl internationaler Aktivitäten gestürzt und eine ansehnliche Zahl von Reisen absolviert. Ich will daran nicht herumkritteln. Und was könnten wir dagegen einzuwenden haben, wenn eine Politik tatsächlich weitergeführt Worte, die unserem Land gut bekommen ist. Aber verwundert es Sie wirklich, meine Damen und Herren von der Union, wenn sich bei nicht wenigen Menschen die Zweifel mehren, ob wir uns in den entscheidenden Fragen deutscher Friedens- und Sicherheitspolitik auf einen Kurs halten verlassen können? Ist es wirklich so erstaunlich, wenn zunehmend die Frage gestellt wird, ob unsere Interessen so entschieden und so kompetent wahrgenommen werden,
wie man das vom bisherigen Bundeskanzler gewöhnt war. Ich stehe unter dem Eindruck mehrtägiger Beratungen über die internationale Krise, besonders im Nord-Süd-Verhältnis. Beratungen in Ottawa, von denen ich gestern Morgen zurückgekehrt bin. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem auch konservative Kollegen in den Vereinigten Staaten bis in die Regierung Reagan hinein von der Notwendigkeit sprechen, sogar die internationalen Institutionen zu überprüfen, die am Ende des Zweiten Weltkrieges errichtet wurden, um für die Währungssicherheit und für die Stabilität der internationalen Finanzen verantwortlich zu sein, sie zu reformieren, um der internationalen Finanz- und Währungskrise endlich wirksamer begegnen zu können. Wir haben es mit einer Situation zu tun, in der der Zusammenhang immer deutlicher wird zwischen der Depression, und es ist eine Depression mittlerweile, in den Industriestaaten und der katastrophalen Lage in einer großen Zahl von Entwicklungsländern. Einer Situation, in der auch vielen klarer wird, welche kaum noch zu verantwortende Last die immens gewachsenen Rüstungsausgaben selbst für die wirtschaftlich stärkste Nation geworden sind. Eine Situation, in der zunehmend erkannt wird, wie sehr die internationale Staatengemeinschaft gefordert ist, wo es darum geht, der Zerstörung der natürlichen Umwelt nicht nur in einem Teil der Welt, sondern in allen Teilen der Welt Einhalt zu gebieten. Ich sage Ihnen, demgegenüber nimmt sich manches verstaubt und kleinkariert aus, was im Namen der Bundesrepublik Deutschland erklärt wird. Nun hat die deutsche Öffentlichkeit gewiss nicht übertriebene Hoffnungen in die Fähigkeit einer neuen Koalition gesetzt, entscheidende Probleme unseres Landes zu lösen. Aber auch die Hoffnungen, die manche sicher gehabt haben, sind schon zu einem wesentlichen Teil enttäuscht worden. Lohnt es sich noch, so frage ich mich und andere, in diesem Zusammenhang von dem zu sprechen, was von der FDP übrig geblieben ist? Sie, Herr Genscher, und Sie, Graf Lambsdorff, haben gemeint, dem Wähler davonlaufen zu können. Sie haben dabei mit einem allzu kurzen Gedächtnis der Mitbürger gerechnet. Dieses vordergründige Kalkül konnte nicht aufgehen. Die eher parteitaktischen Motive und der Stil, dessen Sie sich dabei bedienten, nämlich beim Regierungswechsel, hat sich den Menschen tief ins Gedächtnis eingegraben. Der sich daraus ergebende, förmlich mit Händen zu greifende Kräfteschwund hat dazu geführt, dass sie vom neuen Koalitionspartner so behandelt werden, wie es Herrn Strauß gefällt. Sie werden von der Union als Leichtgewicht behandelt, auf das man auch öffentlich erkennbar kaum noch Rücksicht zu nehmen gedenkt. Aus einem eigenständigen Faktor der deutschen Politik wird so eine Quantité negligible, eine nicht mehr ins Gewicht fallende Größe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden verstehen, dass ich ebenso wie der Bundeskanzler nachgelesen habe, was hier am 22. September 1972 aus Anlass der erstmaligen Anwendung von Artikel 68 Grundgesetz gesagt wurde. Und man mag mir nachsehen, dass ich mich auch für das interessiert habe, womit ich selbst zur damaligen Debatte beitrug. Das Protokoll weist aus, dass ich sagte, alle Industriegesellschaften des Westens stehen in diesen Jahren vor großen Problemen. Sie müssen diese Probleme lösen,
ohne die persönliche Freiheit einzuschränken, denn dann wären sie nicht mehr demokratische Staaten des Westens. Diese Lösung wird durch die Tatsache kompliziert, dass sich besonders bei der jüngeren Generation eine gewisse Wandlung der Wertvorstellungen vollzieht. Durchaus nicht nur in Richtung auf unfruchtbaren, auf unsinnigen und deshalb zu verurteilenden Radikalismus, sondern bei sehr vielen und von viel Idealismus getragen in Richtung auf eine höhere Qualität des Lebens. Es ist politisch entscheidend, wie wir auf diese Veränderungen reagieren. So im September 1972, und ich fuhr fort, 1969 hat unsere Gesellschaft aus meiner Sicht positiv geantwortet durch die Verlagerung der politischen Mehrheit von der rechten zur linken Mitte. Die Antwort der CDU-CSU darauf war, wie ich es in diesen Jahren gesehen habe, in einigen wesentlichen Punkten ein weiterer Ruck nach rechts. Ich bin überzeugt, dass jetzt nur das Lager der linken Mitte mit den Problemen der Zukunft fertig werden kann, diesem Lager die eindeutige Mehrheit zu verschaffen. Darin sehe ich das Ziel der Neuwahlen. Ein anderer Wahlausgang würde dazu führen, so meine ich, so befürchte ich, dass die Schwierigkeiten wachsen. Wenn die Bundesrepublik nicht hinter den Erfordernissen der Zeit zurückbleiben soll, müssen die Kräfte des Fortschritts und der Erneuerung gestärkt werden. Das war vor 10 Jahren. Vieles hat sich seither geändert. Vor allem die FDP hat sich aus dem Lager der linken Mitte verabschiedet. Doch im Kern bleibe ich bei meiner Überzeugung, die ich hier vor 10 Jahren geäußert habe. Wie damals, so auch heute, braucht unser Land eine Politik der linken Mitte, mitgetragen von den breiten Arbeitnehmerschichten, von aufgeschlossenen liberalen Bürgern, von Frauen, die endlich gleichberechtigt sein wollen, nicht nur auf dem Papier, und heute noch mehr als gestern von den vielen, die sich um den Frieden sorgen und über den weltweiten Rüstungswahnsinn empört sind. Und von denen, die dagegen aufbegehren, dass unsere natürliche Umwelt immer weiter zerstört wird. Von jungen Menschen, die es schwer haben beim Einstieg ins Berufsleben und die sich zu Recht nicht abfinden wollen mit verkrusteten Besitzständen. Vor 10 Jahren, im Spätherbst 1972, ist es uns deutschen Sozialdemokraten bekanntlich gelungen, die Wahlen für uns zu entscheiden. Dabei hatten uns viele eine sichere Niederlage vorausgesagt. Verlassen Sie sich darauf, meine Kollegen von der Union. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen erneut unsere Argumente auszutauschen und die Kräfte, wenn es denn welche sind, und die Kräfte zu messen, wenn wir erneut um das Vertrauen der Mitbürgerinnen und Mitbürger ringen. Am Sonntag in Hamburg, wo ich meinen Freunden mit Bürgermeister Klaus von Donani den verdienten Erfolg wünsche. Danach in Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein und dann in der ganzen Bundesrepublik. Unser Kandidat Hans-Jochen Vogel stößt auf viel Zustimmung. Wir sind personell gut gerüstet und wir werden in den vor uns liegenden Wochen, wenn es denn endlich Klarheit gibt, die Bürgerinnen und Bürger damit vertraut machen, welche inhaltlichen Alternativen nach unserer Überzeugung zur Wahl stehen. Zunächst und vor allem in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Dort werden wir darauf verweisen, dass jene Länder, in denen konservative Rezepte schon seit Längerem praktiziert wurden, erheblich schlechter dastehen als die Bundesrepublik, deren Regierung sie übernommen haben. Dass mithin der Weg, den diese Übergangsregierung eingeschlagen hat, in die Irre führt. Unsoziale Sparpolitik beseitigt die Haushaltsprobleme des Staates nicht, sondern treibt nur zusätzlich Hunderttausende in die Arbeitslosigkeit.
eine ungerechte Umverteilung der Krisenlasten führt zur Zerstörung des sozialen Friedens. Demgegen setzen wir Hans-Jochen Vogels und unsere Forderung nach einem internationalen Beschäftigungspakt, in dessen Rahmen die Industriestaaten gemeinsam wieder eine expansive Wirtschaftspolitik betreiben. Wir wollen mitarbeiten an neuen weltwirtschaftlichen Strukturen, die gemeinsamen Interessen auch solchen von Nord und Süd Rechnung tragen. Wir kämpfen für die Verwirklichung des kürzlich von uns vorgelegten Beschäftigungshaushalts 1983 bis 85 mit der dort vorgeschlagenen Finanzierung. Wir unterstützen die vielfältigen Bemühungen der Gewerkschaften um Arbeitszeitverkürzungen, die nicht nur wegen der wachsenden Produktivität unserer Wirtschaft geboten sind. Ein Arbeitszeitgesetz, wie es von der sozialdemokratischen Fraktion vorgeschlagen worden ist, könnte hierzu ein Beitrag sein. Und natürlich treten wir gemeinsam mit vielen unserer Freunde in den Gewerkschaften ein für den Ausbau von Mitbestimmung und Vermögensbildung. In wirtschaftlich schwieriger Zeit sind diese Elemente ökonomischer Demokratie wichtiger denn je. Ich weiß und ich würdige, dass die Kollegen der gegenwärtigen Mehrheit das ihnen möglich aufbieten werden, damit ihnen die Regierungsmehrheit nicht schon im März wieder entgleitet. Wir werden uns bemühen, ihnen ein guter Partner im Streit der Meinungen zu sein. Möge unser aller Ringen um die Zustimmung, um das Vertrauen der wahlberechtigten Frauen und Männer unseres Landes sich so vollziehen, dass es dem Staatsganzen und dem Wohle unseres Volkes zugutekommt. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Dregau. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Kollege Brandt hat vieles vorgetragen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass durch seinen Beitrag der Standpunkt der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in der Neuwahlfrage klarer geworden wäre. Um einige Punkte aufzugreifen. Er hat die Befürchtung geäußert, dass der Herr Bundespräsident sich durch uns unter Druck gesetzt fühlen könnte. Meine Damen und Herren, bei der Unabhängigkeit dieses Amtes und bei der Persönlichkeit Ihres Inhabers halte ich das für völlig ausgeschlossen. Der Herr Bundespräsident ist das dritte Verfassungsorgan, das mit diesem Antrag befasst ist. Das erste ist der Bundeskanzler, das zweite sind wir, der Deutsche Bundestag. Und der Herr Bundespräsident wird dann aufgrund des Vorschlags des Kanzlers und unter Bewertung unseres Votums und seiner Begründung unabhängig, selbstverständlich nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen seine Entscheidung treffen. Das gilt auch, meine Damen und Herren, für den Wahltag. Die Fristen sind in der Verfassung eindeutig vorgeschrieben. Innerhalb von 21 Tagen nach unserem Votum hat der Herr Bundespräsident zu entscheiden, ob er den Bundestag auflösen will. Und innerhalb von 60 Tagen hat er, falls er sich für die Auflösung entscheidet, den Wahltag festzusetzen. Seine Unabhängigkeit wäre nicht gefährdet, wenn er dabei auf den Vorschlag einginge, den die Bundesregierung oder der Bundestag auch im Hinblick auf den Wahltag selbstverständlich machen können.
Der Herr Bundeskanzler hat zu Beginn seinen Antrag gemäß Artikel 68 und in diesem Antrag zugrunde liegenden Erwägungen eingehend dargelegt. Unsere Erwägungen entsprechen den seinigen. Die Begründung dafür habe ich bereits am 14. Dezember zu Beginn der Haushaltsdebatte im Einzelnen dargelegt. Diese Begründung gilt nach wie vor. Ich nehme darauf Bezug. Die Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion werden sich dementsprechend bei der Abstimmung zum Antrag nach Artikel 68 der Stimme enthalten, mit Ausnahme einiger weniger Kollegen, die selbstverständlich das Recht haben, ihre abweichende Auffassung zum Ausdruck zu bringen. Wir, die CDU-CSU-Fraktion, wollen durch unser Abstimmungsverhalten dazu beitragen, dass der Weg zu Neuwahlen geöffnet wird, denn wir halten diese Neuwahlen politisch jetzt für notwendig und wir halten sie verfassungsrechtlich für möglich. Wer von Neuwahlen spricht, muss die Perspektiven aufzeigen, die diese Neuwahlen den Bürgern eröffnet. Die Perspektive der neuen Mehrheit aus CDU, CSU und FDP ist in 10 Wochen Regierungs- und Parlamentsarbeit sichtbar geworden, nicht durch Beschreibungen, sondern durch Handlungen. Und es gibt eigentlich kein faireres Verfahren, sich auf diese Weise auf den Prüfstand der Wähler zu stellen. Allerdings, Herr Kollege Brandt, da Sie weder an der ersten Lesung der Haushaltsberatung teilgenommen haben, noch an der zweiten und an der dritten Lesung, ist es für Sie natürlich schwer zu beurteilen, welche Perspektive wir aufgezeigt haben. Diese Perspektive ist gewiss nicht bequem, aber sie ist wahrhaftig und der jetzigen Lage allein angemessen. Wir sind angetreten, um den Schutt wegzuräumen, meine Damen und Herren. Wie es einer der Kollegen in der Debatte formuliert hat, dabei geht es mir zunächst gar nicht um Schuldzuweisungen. Natürlich gab und gibt es negative Einflüsse aus der Weltwirtschaft. Aber das entlastet uns doch nicht. Denn wir sind ja ein wesentlicher Teil dieser Weltwirtschaft und haben ihre Probleme mitverursacht. Und wir sind immer verpflichtet, uns auf neue Herausforderungen dieser Weltwirtschaft einzustellen. Und das ist eben nicht geschehen in den letzten Jahren. Das deutsche Volk kann die Regierenden der 70er Jahre, es kann vor allem die führende Regierungspartei der 70er Jahre, die SPD, insbesondere ihre Kanzler und ihre Finanzminister, aus der Verantwortung für diese Fehlentwicklung nicht entlassen. Wir sind bereit, unsere Regierungsjahre zu verantworten, also in Bonn die 50er und die 60er Jahre und wie ich hoffe auch die 80er Jahre. Aber die Ergebnisse der 70er Jahre und die Lasten, die Sie in den 70er Jahren der Zukunft aufgebürdet haben, Herr Kollege Brandt, die müssen allein Sie verantworten. Wir sind bereit, die Last auf uns zu nehmen, die Sie hinterlassen. Wir treten vor die Wähler nicht mit unhaltbaren Versprechungen und nicht mit Geschenken, sondern mit zum Teil bitteren Wahrheiten. Aber wir sind überzeugt, dass wir die Krise meistern können.
Den Weg, der zum Teil gewiss steinig ist, haben wir in den letzten Wochen und insbesondere in den letzten Tagen aufgezeigt. Und nun frage ich, wie sieht die Perspektive auf, die Sie den Wählern anbieten wollen? In der Haushaltsdebatte und im Beitrag des Kollegen Brandt ist diese Perspektive nicht sichtbar geworden. Es war erstaunlich, mit welchem Tempo die SPD die Positionen aufgegeben und gewechselt hat, die sie noch kurz zuvor als Regierungspartei vertreten hatte. Im Übrigen haben sie angeklagt, zum Teil diffamiert und uns den guten Willen abgesprochen. Sie, meine Damen und Herren der SPD, sind in wenigen Wochen zu einer linken Protestpartei geworden, die Anlehnung an den Grünen sucht. Meine Damen und Herren, das ist die Perspektive für Bonn. Der Kanzlerkandidat der SPD, Herr Vogel, hat erklärt, er habe keinerlei Berührungsängste, wenn es darum gehe, von den Grünen Alternativen zum Kanzler gewählt zu werden. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht um die Wahl, sondern um die Abhängigkeit von den Grünen Alternativen nach der Wahl. Wer nach der Wahl zur Mehrheitsbeschaffung auf die Grünen Alternativen angewiesen ist, der ist regierungsunfähig. Er kann nicht handeln. Herr Vogel versucht immer wieder, das mit Hinweisen auf den regierenden Bürgermeister von Berlin, Richard von Weizsäcker, zu überspielen. Dieser Vergleich geht fehl. Herr von Weizsäcker ist nicht auf die grünen Alternativen angewiesen. Er findet für seinen Minderheitensenat die Unterstützung von freidemokratischen Abgeordneten, an deren Verfassungstreue und Handlungsbereitschaft für unseren Staat nicht gezweifelt werden kann. Wenn ein so intelligenter Mann wie Herr Vogel einen so unpassenden Vergleich zieht zwischen den Konstellationen in Berlin auf der einen Seite und in Hamburg und Hessen auf der anderen Seite, dann ist höchste Vorsicht geboten. Ich kann daraus aus der Praxis in Hessen und Hamburg, ich analysiere jetzt die Perspektive, Herr Brandt, die Sie den Wählern bieten. Unsere Perspektive ist klar. Ich kann nur aus Ihrer Praxis in Hamburg und Hessen und aus den Äußerungen Ihres Kanzlerkandidaten Vogel folgern, dass die politische Alternative für den neuen Bundestag lautet: entweder eine regierungsfähige Mehrheit unter der Führung der Union, wobei uns die FDP als Koalitionspartner willkommen ist, oder eine grün-rote, eine negative, eine nicht regierungsfähige Mehrheit. Das ist ja die Mehrheit, die Sie, Herr Kollege Brandt, in der Wahlnacht in Hessen proklamiert haben als Ihr Ziel, allerdings auch eine Mehrheit, vor der Ihr Grundsatzdenker Richard Löwenthal mit Recht warnt, denn wer mit den Grünen posiert, verrät die Arbeiter. Dieses Wort von Norbert Blüm ist ebenso knapp wie zutreffend. Ist die Alternative dieser Wahl? Eine solche hatte es in der Nachkriegszeit noch nicht gegeben. Und ist das Risiko, das in dieser Alternative liegt, ein Grund, auf die Wahl vom 6. März zu verzichten? Das fragen sich ja einige Bürger. Ich meine, nein. Nichts spricht dafür, dass unserem Volke diese Alternative im Herbst 1984 erspart werden würde.
Und das wäre ja der späteste Wahltermin. Abwarten, verschieben, ausweichen, das hilft in dieser Situation nicht. Im Gegenteil. Der Albtraum einer grün-roten Mehrheit links von der CDU lastet auf der deutschen Politik, lähmt den wirtschaftlichen Aufschwung, gefährdet unsere Position in der internationalen Politik. Und deswegen muss dieser Albtraum so bald wie möglich durch eine klare Wahlentscheidung aus der Welt geschafft werden. Je eher dieser Albtraum als mögliche Perspektive verschwindet, umso besser für Deutschland. Die erste Regierung Kohl wurde am 1. Oktober, also vor erst 10 Wochen, gebildet. Damit wurde die Periode der Zerstrittenheit und der Lähmung beendet, die die letzten Jahre der Regierung Schmidt gekennzeichnet hatten. Die Regierung Kohl und die sie unterstützende Mehrheit hat sich in der Innen- wie in der Außenpolitik als voll handlungsfähig, als kompromissbereit und entscheidungsfähig erwiesen. Die neue Mehrheit hat die Fahrt unseres Landes in den finanziellen Abgrund durch schwere und schmerzliche Entscheidungen auf der Ausgabenseite zunächst abgebremst. Sie hat trotz leerer Staatskassen wirksame Anstöße gegeben für die Belebung der Wirtschaft, insbesondere der Bauwirtschaft, und damit für die Eindämmung der Massenarbeitslosigkeit. Das Vertrauen der Deutschen Bundesbank in die Solidität der neuen Finanzpolitik hat wesentlich dazu beigetragen, dass kurz hintereinander 2-mal die Zinsen gesenkt und damit die Kostenlast der deutschen Wirtschaft wesentlich vermindert worden ist. Auf dem Berliner Wirtschaftsgipfel haben sich deutsche Unternehmer verpflichtet, zur wirtschaftlichen Rettung unserer Hauptstadt Hunderte von Millionen in Berlin zu investieren, nicht aufgrund eines staatlichen Beschäftigungsprogramms, das unseren ausgebluteten Staatshaushalt noch weiter belasten würde, sondern aufgrund des Vertrauens in die Stabilität dieser Regierung und in die Solidität ihrer Finanzpolitik. Diese Regierung ist in der internationalen Politik als Friedensfaktor anerkannt. Der Regierungswechsel in Bonn ist von den westlichen Verbündeten mit Erleichterung aufgenommen worden, weil der neue Kanzler sich auf die Unterstützung seiner Mehrheit in der Außenpolitik hundertprozentig verlassen kann. Während der alte Kanzler in einem ständigen Clinch mit seiner eigenen Partei lag, die seine Kräfte aufgesogen hat und ihn nach und nach handlungsfähig gemacht hat. Das ist doch die Wirklichkeit. Aber, meine Damen und Herren, nicht nur die Verbündeten im Westen, auch die Sowjetunion und die sozialistischen Länder sind zur Zusammenarbeit mit der neuen Regierung bereit. Der sowjetische Außenminister wird in Kürze zu einem Besuch in Bonn eintreffen. Wir heißen ihn zu den in Bonn vorgesehenen Gesprächen willkommen, wobei ich von der außenpolitischen Perspektive ausgehe, die der Herr Bundeskanzler in der Regierungserklärung und die ich in meinem Debattenbeitrag vom 14. Dezember für die CDU-CSU-Fraktion gegeben habe. Ich beglückwünsche den Herrn Bundeskanzler mit seiner Regierung zu seinen bisherigen Erfolgen. Ich beglückwünsche ihn zu seinem Selbstvertrauen und zu seinem Mut.
sich der Entscheidung der Wähler zu stellen. Daraus spricht Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und Standhaftigkeit. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Denn der Mensch, mit diesem Goethe-Zitat möchte ich schließen, der in schwankenden Zeiten selbst schwankend gesinnt ist, der mehret das Übel und breitet es weiter und weiter. Wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. Ich möchte es für unsere Zeit etwas bescheidener sagen. Nur mit Festigkeit, mit Beharrlichkeit und Wahrhaftigkeit können wir erreichen, worauf es ankommt, nämlich, dass unser Volk in einer gefährlichen Zeit in Frieden überlebt und seine Zukunft sichert. Das wollen wir und dafür stehen wir, meine Damen und Herren. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Genscher. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! Die Regierungsparteien der Koalition der Mitte, FDP, CDU und CSU, haben der Bundesregierung bei ihrer Bildung einen sachlich und deshalb auch zeitlich begrenzten Auftrag gegeben. Der Auftrag lautete, den Haushalt 1983 zu verabschieden, die Begleitgesetze zu beschließen und die Ziele der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zu bekräftigen. Diesen Auftrag hat die Regierungskoalition erfüllt. Sie löst heute das am 1. Oktober 1982 gegebene Versprechen ein, vorzeitige Neuwahlen möglich zu machen. Sofortige Neuwahlen hätten wichtige Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit um Monate verschoben. Die Staatsverschuldung wäre bei späterer Verabschiedung des Bundeshaushalts in seiner jetzigen Form in unvertretbarer Weise weiter gestiegen. Dafür konnten und wollten wir angesichts einer steigenden Zahl von Arbeitslosen die Verantwortung nicht übernehmen. Mit der Abstimmung über die von Ihnen gestellte Vertrauensfrage, Herr Bundeskanzler, machen wir nun den Weg frei für die Neuwahlen. Die sachliche und damit auch zeitliche Begrenzung des Auftrags war der feste Wille von Anfang an. Der Auftrag soll erneuert werden, aber erst nachdem der Wähler das Wort gehabt hat. Das entspricht auch dem Willen der großen Mehrheit unserer Bürger. Die Tatsache, dass alle Parteien des Deutschen Bundestages für diese Neuwahlen eintreten und dass die Wahl eines anderen Bundeskanzlers von keiner dieser Parteien in diesem Bundestag angestrebt wird, gibt unserem Begehren nach Neuwahlen zusätzliches Gewicht. Diese Tatsache beseitigt auch die vom Verfassungsgesetzgeber befürchtete Gefahr, dass Artikel 68 des Grundgesetzes von der jeweiligen Mehrheit zur Herbeiführung von Wahlen in einem ihr geeignet erscheinenden Zeitpunkt missbraucht wird. Der Deutsche Bundestag gibt nach unserem Willen sein Mandat an die Bürger unseres Landes zurück. Die Koalition der Mitte wendet sich an die Bürger mit der Bitte, ihr einen neuen Auftrag zu erteilen. Meine Damen und Herren, die Bundestagswahl 1983 stellt die Wähler, und darauf hat der Kollege Brandt mit Recht hingewiesen, stellt die Wähler vor eine grundsätzliche Entscheidung. Die Wähler haben zu entscheiden,
zwischen der Koalition der Mitte und der Unregierbarkeit unseres Landes. Die Wähler haben zu entscheiden zwischen der Koalition der Mitte und einer Zusammenarbeit, in der die Sozialdemokratische Partei von der Verweigerungspolitik der Grünen und Alternativen abhängig wäre. Ich verstehe nicht, Herr Kollege, warum Sie sich darüber empören. Ja. Sie haben doch auf Ihrem kleinen Parteitag in Kiel schon die Weichen gestellt für eine solche Zusammenarbeit. Sie haben in Ihrer Kieler Erklärung eine eindeutige Position der SPD zur Kernenergie vermieden. Wer Ihre Erklärungen zur Sicherheitspolitik hört, sieht, wie Sie Schritt für Schritt einen Eckpfeiler unserer Sicherheitspolitik, nämlich das Festhalten an beiden Teilen des NATO-Doppelbeschlusses, aushöhlen. Damit werden schon im Vorfeld der Wahl die beiden Grundbedingungen erfüllt, die Grüne und Alternative für eine Zusammenarbeit mit der SPD gestellt haben. Und, meine Kollegen, ist es nicht auch bedeutsam, wenn wir feststellen müssen, dass in den Wahlkreisen mehr und mehr solchen Sozialdemokraten die Unterstützung verweigert wird, die zur bisherigen Politik ihrer Partei stehen? Meine Damen und Herren, die Wähler haben zu entscheiden über die Fortsetzung einer konsequenten sozialen Marktwirtschaft, über die Liberalität unseres Landes und über die konsequente Fortsetzung unserer Außen- und Sicherheitspolitik. Diese soziale Marktwirtschaft ist für uns mehr als Wirtschaftspolitik. Sie ist Freiheitsordnung für Wirtschaft und Gesellschaft. Wo sie ungehindert wirken kann, da ermöglicht sie Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung der Bürger. Verantwortung und Leistung macht sie erst im vollen Umfang möglich. Und weil sie Selbstverantwortung stärkt, schafft sie auch Mitverantwortung für den anderen, für den Kranken und den Schwachen, für die Kinder und für die älteren Menschen. Solidarität und Subsidiarität tragen zur Humanität in unserer Gesellschaft bei. Und da müssen wir uns ganz bewusst sein, unsere Humanität und Solidarität muss sich auch gegenüber unseren ausländischen Mitbürgern bewähren. Hier steht unsere freiheitliche Gesinnung auf dem Prüfstand. Nur wenn wir in diesem Geist durch soziale Marktwirtschaft soziale Gerechtigkeit verwirklichen, werden wir den sozialen Frieden bewahren. Und dazu werden alle Gruppen gebraucht, Gewerkschaften und Arbeitgeber in gleicher Weise. Wir brauchen einen Pakt der Vernunft und der Verantwortung. Und niemand sollte sich dazu hergeben, dass in diesem Lande in schwerer Zeit ein neuer Klassenkampf entfacht, eine Gruppe gegen die andere aufgestachelt wird. Es geht eben nicht um Umverteilung von unten nach oben, sondern es geht um Umverteilung hin zu Investitionen, weil nur sie Arbeitsplätze schaffen können. Wer die soziale Marktwirtschaft einschränkt,
schränkt Freiheits- und Verantwortungsräume ein. Für den Arbeitnehmer wie für den Unternehmer, für den Freiberufler wie auch für den im öffentlichen Dienst. Einschränkung von Freiheit und Verantwortung schafft mehr Abhängigkeit. Und das nicht nur für den Einzelnen, das nicht nur für den Unternehmer, genauso für Betriebsräte und Gewerkschaften. Nur in der sozialen Marktwirtschaft kommt deshalb die Tarifautonomie zur Entfaltung. Die entscheidende Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, lautet, wieder Wirtschaftswachstum zu erreichen und damit Arbeitsplätze zu schaffen. Und diese Aufgabe lässt sich nicht lösen mit kurzatmigen Beschäftigungsprogrammen, finanziert durch eine immer höhere Staatsverschuldung. Solche Programme wird nur eins bewirken, uns immer tiefer hineinzutreiben in die Spirale von Rezession, Inflation und Arbeitslosigkeit. Immer höhere Staatsverschuldung stranguliert private Investitionen und vernichtet Arbeitsplätze. Immer höhere staatliche Verschuldung bedeutet zugleich, dass die heutige Generation auf Kosten der nächsten lebt, dass die Eltern ihren Kindern und Enkeln eine erdrückende Hypothek hinterlassen. Meine Damen und Herren, wenn es um die Grundsatzfragen geht, die in der Wahl zu entscheiden sind, sage ich noch einmal, es ist die Entscheidung über die konsequente, unbeeinträchtigte Fortführung der Politik der sozialen Marktwirtschaft. Wer Wirtschaftsräte, wer Strukturräte, wer Sozialräte und welche Räte man sich sonst noch ausdenken kann, fordert, der hemmt die Antriebskraft der Wirtschaft und er beschränkt die Freiheits- und Verantwortungsräume in unserem Lande. Kein staatlicher Dirigismus, keine Branchenpolitik, keine Strukturpläne können die Dynamik ersetzen, die sich aus der millionenfachen Einzelentscheidung von Verbrauchern und Investoren ergibt. Eingriffe in den Wirtschaftsablauf, Planung und Dirigismus drängen nach großen Unternehmenseinheiten. Sie verdrängen die Vielfalt und die Kreativität, mit denen Mittel- und Kleinbetriebe, Handwerk, Handel und freie Berufe der wirtschaftlichen Entwicklung wirklich den motorische Kraft geben und Garant des Wettbewerbs sind. Die jetzige Krise ist eine Krise der Interventionen. Die Aufgabe, wieder wirtschaftliches Wachstum zu erreichen, wieder neue Arbeitsplätze zu schaffen, lässt sich allein durch eine funktionsfähige Ordnung der sozialen Marktwirtschaft erreichen. Diese Ordnung hat in den 50er Jahren ein beispielloses Wachstum gebracht, das in der ganzen Welt als das deutsche Wirtschaftswunder bekannt wurde. Es hat diese Ordnung damals möglich gemacht, dass der Fleiß unserer Arbeitnehmer, der Erfindungsreichtum und das Engagement der Techniker und der Unternehmer Millionen und Abermillionen von Arbeitsplätzen geschaffen haben. Und das wird auch heute geschehen, wenn man sie nur lässt, wenn es wieder Mut gibt zum Markt, zur Selbstverantwortung und zur Leistung. In der Außensicherheits- und Deutschlandpolitik hat die Aussprache über den Haushalt dem fortbestehenden Konsens in vielen wichtigen Fragen ergeben. Je mehr wir davon bewahren, umso größer ist der Gewinn für unser Land, für unser Volk und für ganz Europa. Wir müssen aber auch verzeichnen, und damit gehe ich auf das ein, was früher an Zwischenrufen gemacht wurde, dass die SPD mit immer größeren Schritten die bisher gemeinsame Haltung zum NATO-Doppelbeschluss verlässt. Und immer deutlicher werden auch Stimmen, die eine selbstbewusste Wahrnehmung deutscher und europäischer Interessen unter Freunden und Verbündeten verwechseln mit einer wertgleichen Betrachtung der Beziehungen zu den USA und zur Sowjetunion.
Deutsch-amerikanische Freundschaft, die Zusammenarbeit zwischen Europäern und Nordamerikanern sind von lebenswichtiger Bedeutung für unsere freiheitlichen Demokratien diesseits und jenseits des Ozeans. Sie garantiert den Frieden und Freiheit. Diese Freundschaft darf nicht nur das Verhältnis der Regierenden untereinander bestimmen. Sie muss fest verankert werden und bleiben in unserem Volk. Und das immer wieder bewusst zu machen, ist Aufgabe politischer Führung. Und in diesem Bewusstsein sind sich alle Parteien des Deutschen Bundestages einig. In der Verurteilung der Terroranschläge gegen amerikanische Soldaten, die hier in unserem Lande mit uns unseren Frieden und unsere Freiheit sichern. Auf der Grundlage unserer festen Einbindung in das westliche Bündnis und in die Europäische Gemeinschaft und in dem Bewusstsein, dass der Friedensdienst unserer Soldaten in der Bundeswehr ein gemeinsamer und wichtiger Beitrag zur Sicherheit ist, stellt sich die Koalition der Mitte der großen Herausforderung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, nämlich Abrüstung und Rüstungskontrolle zum Erfolg zu führen. Da wissen wir alle, das ist die Überlebensaufgabe für unser Volk in West und Ost, für die Europäer in West und Ost, für die Menschheit. Wer die Grundlagen der für unser Volk lebenswichtigen Verhandlungen über die Mittelstreckenraketen in Frage stellt, bevor die entscheidende Verhandlungsphase überhaupt begonnen hat, wird nur erreichen, dass es zu dieser entscheidenden Verhandlungsphase überhaupt nicht kommen wird. Diese Bemühungen und Verhandlungen brauchen Festigkeit und Stetigkeit. Wankelmütigkeit und Unberechenbarkeit sind Gift für den Erfolg dieser Verhandlungen. Niemand in unserem Volk drängt sich nach Mittelstreckenraketen. Wir wünschen diese Mittelstreckenraketen nicht auf der westlichen Seite, aber wir wollen sie auch nicht auf der östlichen Seite, wo sie gegen uns gerichtet sind. Nicht amerikanische Raketen, die es noch nicht gibt, bedrohen unsere Sicherheit. Aber sowjetische SS-20-Raketen, die heute schon auf uns gerichtet sind, sind für uns eine tödliche Gefahr. Und sie wollen wir beseitigen mit unserem ernsthaften Willen zu Verhandlungen. Nun, Herr Kollege Brandt, wissen wir, und das haben wir auch schon früher gesagt, wir werden jeden ernst gemeinten Vorschlag ebenso ernsthaft prüfen. Wir wissen, die Beachtung der Sicherheitsinteressen beider Seiten, nicht nur der eigenen, ist Voraussetzung erfolgreicher Verhandlungen. Wer einen Verhandlungserfolg will, muss, wenn das Verhandlungsziel nicht voll erreicht werden kann, und das wäre nach unserer Meinung der beiderseitige Verzicht, zum Kompromiss bereit und fähig sein. Kompromiss, das heißt Nachgeben auf beiden Seiten. Es heißt aber nicht gänzlicher Verzicht der einen Seite und teilweises Nachgeben der anderen. Wer eine Politik der ausgestreckten Hand gegenüber dem Osten will, braucht einen festen Platz im Westen. Wer den Platz unseres Landes suchen will, zwischen dem Westen und dem Osten, wird Sicherheit und Freiheit verspielen. Und auch darum muss der Wahlkampf geführt werden, um die Erkenntnis, unser Gewicht in der europäischen Gemeinschaft und im westlichen Bündnis, die Qualität unseres Verhältnisses zu den Vereinigten Staaten, bestimmen unser Gewicht auch im Gespräch mit der Sowjetunion. Wer nicht Spielball werden will zwischen West und Ost, der muss Gespräch, Verhandlung, Zusammenarbeit und Entspannung mit dem Osten suchen als Teil des Westens.
als verlässlicher Freund und Verbündeter. Wanderer zwischen den Welten führen unser Land auf einen gefährlichen Irrweg. Und solche Wanderer gibt es nicht nur bei Grünen und Alternativen. Die Bewahrung unserer Sicherheit und Freiheit nach außen verlangt den Ausbau der Liberalität unseres Staates und unserer Gesellschaft. Meine Damen und Herren, ich habe doch meine Haltung zum Doppelbeschluss nicht geändert. Sie laufen doch Ihrer früheren Haltung davon. Die Aufgabe der Liberalen bleibt unverändert. Für uns steht unter den Grundwerten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Freiheit des Einzelnen an erster Stelle. Die Art, wie Sie hier reagieren, zeigt, wie falsch die These ist, Sie könnten der Liberalität eine Heimstatt in Ihrer Partei bieten. Die Liberalen stellen den Menschen vor Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. So haben wir es mit unseren Freiburger Thesen von 1971 bekräftigt. Nicht auf die bloß formalen Garantien von Freiheiten und Rechten des Bürgers gegenüber dem Staat, sondern auch die sozialen Chancen, diese Freiheiten und Rechte in der Gesellschaft auch wahrnehmen zu können, kommt es den Liberalen an. Für Liberale stehen Reformen, die mehr Freiheitsrechte für mehr Bürger bringen, Reformen zur Demokratisierung der Gesellschaft also im Vordergrund. Gleichheit der Chancen ist das Ziel, nicht Gleichheit um den Preis der individuellen Freiheit. In dem Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit, zwischen Staat und Bürger, Organisation und Individuum heißt für Liberale die Entscheidung immer im Zweifel für die Freiheit des Einzelnen. Sie zu bewahren, ist liberale Grundaufgabe. Die Freie Demokratische Partei ist und bleibt Garant unseres freiheitlichen Rechtsstaats. Meine Damen und Herren, wir, die Freien Demokraten, werden den Wahlkampf sachlich und fair. Wir werden ihn ohne persönliche Verunglimpfungen führen. Liberale Toleranz verhindert auch, dass tiefe Gräben unser Volk trennen. Die von außen aufgezwungene Teilung unseres Volkes ist schlimm genug. Wir dürfen nicht noch eine innere Spaltung hinzufügen. Diffamierung und Verunglimpfung werden sich gegen diejenigen wenden, die sie betreiben. Je mehr Intoleranz praktiziert wird, umso deutlicher wird die Abgrenzung zwischen Liberalen und den Trägern einer solchen Kampagne. Wer einen Vernichtungskampf gegen eine demokratische Partei führt, der gefährdet das politische Klima und die innere Stabilität unseres Landes. Der Kollege Leber hat am Dienstag in eindrucksvoller Weise auf die Gefahren für die Stabilität unserer Demokratie hingewiesen. Gerade in dem bevorstehenden Wahlkampf sollten wir alle seine Mahnung ernst nehmen. Die Freien Demokraten wissen, der Bundestagswahlkampf 1983 wird schwer sein für uns. Wir müssen gemeinsam und entschlossen kämpfen, damit auch im nächsten Deutschen Bundestag liberale Politik verwirklicht werden kann. Diese liberale Politik durchzusetzen, ist die Aufgabe der Freien Demokratischen Partei in unserem Parteiensystem. Es ist unsere Aufgabe, absolute Mehrheiten zu verhindern. Es ist unsere Aufgabe, den Wechsel möglich zu machen, wenn nur so eine handlungsfähige Regierung gebildet werden kann. Wir haben Kontinuität zu garantieren und unser Land vor politischen Wechselbädern zu bewahren.
Die Freie Demokratische Partei hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zusammen mit der CDU/CSU die Marktwirtschaft erkämpft. Sie hat den Eintritt unseres Landes in das westliche Bündnis und die Gemeinschaft der westlichen Demokratien möglich gemacht. Sie hat mit den Sozialdemokraten die Vertragspolitik nach Osten gestaltet und wichtige innere Reformen durchgesetzt. Wir stellen uns dem Wähler mit unserem ganzen politischen Weg. Wir stellen uns mit unserer Arbeit in der Koalition mit der SPD. Wir stellen uns mit unserer Verantwortung für die Wende in unserem Lande, für die Bildung der Koalition der Mitte mit der CDU/CSU und für die Leistungen, die wir jetzt schon zusammen in der neuen Koalition erbracht haben. Wer diese Koalition der Mitte als Rechtskoalition bezeichnet, hat sich im Buhlen um Grüne und Alternative selbst schon so weit nach links bewegt, dass ihm selbst die Mitte als rechts erscheinen muss. Wir werden den Wahlkampf führen für die Liberalität in unserem Lande, für die soziale Marktwirtschaft und für die Außen- und Sicherheitspolitik der verlässlichen Partnerschaft und der guten Nachbarschaft. Wir stellen uns dem Wähler mit unserem liberalen Programm und wir stellen uns mit dem Willen, die Koalition der Mitte aus Freien Demokraten und CDU/CSU fortzusetzen. Die Wirtschaftskrise verlangt von uns allen große und ernste Anstrengungen. Und dennoch gibt es für unser Land keinen Anlass zu Pessimismus und Verzweiflung. Unser Land hat Grund zu Mut und Zuversicht, auch morgen mit der Koalition der Mitte unter der politischen Führung der Koalition aus FDP und CDU/CSU wurde nach dem Zweiten Weltkrieg unsere Bundesrepublik Deutschland als ein freiheitlicher und sozialer Staat mit einer erfolgreichen Volkswirtschaft aufgebaut. Unter der gleichen Führung werden wir auch die wirtschaftliche und geistige Krise unserer Zeit meistern. Das Wort hat Herr Abgeordneter Weigel. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Antrag des Bundeskanzlers nach Artikel 68 Grundgesetz, die Abstimmung des Parlaments über diesen Antrag und die Stimmenthaltung der Koalition, damit der Bundespräsident den Bundestag auflösen und Neuwahlen herbeiführen kann, sind verfassungsrechtlich legitim und verfassungspolitisch und staatspolitisch geboten. Von einem Anschlag auf das Grundgesetz oder von einer Manipulation unserer Verfassung kann keine Rede sein. Mit ihrem Stimmverhalten verbinden die Abgeordneten der Koalitionsparteien nicht Kritik an der Person von Bundeskanzler Kohl oder an seiner Politik. Sie unterstreichen mit ihrer Stimmenthaltung vielmehr die politische Notwendigkeit einer neuen demokratischen Legitimation durch den Wähler, nachdem der Auftrag dieser Koalition erfüllt ist. Als eine Verfahrensregelung des Staatsorganisationsrechts legt Artikel 68 Grundgesetz präzis die Voraussetzungen fest, unter denen der Bundespräsident den Bundestag auflösen kann.
von den am Verfahren beteiligten drei Verfassungsorganen, Bundestag, Bundespräsident und Bundeskanzler, kommt der Willensbekundung der Mitglieder des Bundestages entscheidende Bedeutung zu. Nach Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz sind die Abgeordneten nur ihrem Gewissen unterworfen. Die Zustimmung zum Antrag des Bundeskanzlers kann seitens der Abgeordneten aus unterschiedlichen Motiven verweigert werden. Sie ist keiner Kontrolle oder Überprüfung zugänglich. Die konkrete Entscheidung liegt in der freien Verantwortung jedes einzelnen Abgeordneten. Für jene, die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des von uns beschrittenen Weges haben, sei auf die Entstehungsgeschichte von Artikel 68 Grundgesetz hingewiesen. Die Materialien hierzu lassen deutlich erkennen, dass der Regierung die Möglichkeit eröffnet werden sollte, Neuwahlen herbeizuführen. Es war der SPD-Abgeordnete Dr. Katz, damals Justizminister von Schleswig-Holstein und von 1951 bis 1961 Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, der im Jahre 1948 die Aufnahme des konstruktiven Misstrauens in das Grundgesetz beantragte. In der 33. Sitzung des Hauptausschusses des Parlamentarischen Rates erklärte er am 8. Januar 1949, der Sinn des Artikels 90a im Vorentwurf des Parlamentarischen Rates war das konstruktive Misstrauen in Artikel 90a geregelt, ist, der Regierung die Chance einer Neuwahl zu geben, wenn sie es für gegeben erachtet. Soweit das Zitat. In einer Stellungnahme des Allgemeinen Redaktionsausschusses des Parlamentarischen Rates zu Artikel 68 Grundgesetz finden Sie folgende Anmerkung. Hier wäre also unter Umständen die Auflösung des Bundestages politisch dann wünschenswert, wenn nach der gesamten politischen Situation damit gerechnet werden kann, dass die schwache Mehrheit des alten Bundestages von einer starken Mehrheit im neuen Bundestag abgelöst wird. Diese aus der Entstehungsgeschichte gewonnenen Erkenntnisse bestätigen unsere Auffassung. Mit dem als verfassungsgemäß Sie sollten sich wenigstens die unbestrittenen Materialien der Entstehung des Grundgesetzes ruhig anhören können. Mit dem als verfassungsgemäß einzuordnenden Weg der Abstimmung über die Vertrauensfrage schaffen der Bundeskanzler und das Parlament die Voraussetzungen für den Bundespräsidenten, das wichtigste Mitwirkungsrecht der Bürger innerhalb der Verfassung, nämlich Neuwahlen, in einer schwierigen Situation zu ermöglichen. Es bleibt mir eigentlich unerfindlich, Herr Abgeordneter Brandt, warum Sie hier meinten, hinsichtlich des Wahltermins den Vorsitzenden der CSU apostrophieren zu sollen. Denn Sie waren doch eben nicht bereit, in der Mehrheit der SPD eine Verfassungsänderung so rechtzeitig durchzuführen, dass sie für dieses Verfahren hätte angewendet werden können. Und wenn Sie glauben, den Bundesinnenminister hier ansprechen zu sollen und ihm unterstellen, er würde in die Ermessensfreiheit des Bundespräsidenten eingreifen, wenn er sagt, er gehe davon aus, dass der Bundespräsident dem Ersuchen nachkommt, dann drückt er doch nichts anderes aus als seine eigene Überzeugung von der Richtigkeit des Verfahrens. Und es wäre ja traurig, wenn wir von der Richtigkeit dieses Verfahrens nicht überzeugt wären. Es bleibt unbestritten, dass die Souveränität und die Entscheidungsfreiheit des Bundespräsidenten unangetastet bleiben. Ich weiß nicht, ob der Kollege Brandt noch im Saal ist, aber er hat geglaubt, vorher einen Mainzer Kollegen ansprechen zu sollen,
der nichts anderes getan hat, als die Wahrheit gesagt hat. Es wäre besser gewesen, Herr Brandt, Sie hätten zu diesem Thema nichts gesagt. Denn wir werden es nicht zulassen, dass Sie Ihre eigenen persönlichen Peinlichkeiten in Böswilligkeit gegen andere ummünzen. Der Rede des Abgeordneten Brandt war wirklich anzumerken, dass er an der dreitägigen Haushaltsdebatte nicht teilgenommen hat. Es war nichts anderes als eine Wahlkampftirade, um von der eigenen Verantwortung von 69 bis 64 und auch danach abzulenken, wem selber die Finanzminister davongelaufen sind, weil sie an den ökonomischen Sachverstand ihres eigenen Bundeskanzlers nicht geglaubt haben, der sollte zu ökonomischen, wirtschaftspolitischen und finanzpolitischen Problemen wirklich nichts mehr sagen. Wer 1974 so peinlich gescheitert ist wie er, sollte sich nicht in große Einlassungen über andere Probleme einlassen. Die Notwendigkeit von Neuwahlen wird verständlich, wenn man sich die Gründe vor Augen führt, die vor noch nicht 3 Monaten zur Bildung der Koalition der Mitte geführt haben. Längst war der sozialliberale Konsens, der die alte Koalition über ein Jahrzehnt verband, zerbrochen. Zuletzt zeigte sich dies in der Außenpolitik. Ohne die Unterstützung durch die Opposition waren Bundeskanzler und Außenminister nicht mehr in der Lage, die von ihnen als richtig erkannte Politik durchzusetzen. Ich denke hier an den NATO-Doppelbeschluss. Außenminister Genscher hat hierzu das Notwendige gesagt, den sich die SPD in ihrer Gesamtheit nie voll zu eigen gemacht hat. Die Nominierung bzw. die Ablehnung der Nominierung prominenter Sozialdemokraten in den letzten Tagen und Wochen wirft ein bezeichnendes Licht auf diese Feststellung. Warum eigentlich, meine Damen und Herren, geht der Abgeordnete Brandt, der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, nicht in die Delegiertenversammlungen, um für geschätzte Kollegen wie die Frau Renger, wie Herrn Haag oder wie Herrn Menning Stellung zu ergreifen, Partei zu ergreifen, um damit zu sorgen, dass hier eine Kontinuität wichtiger Frage deutscher Außen- und Verteidigungspolitik fortgeführt werden kann, die eben von mir genannten Kollegen sind doch Opfer der neuen Strategie von Brandt und seinen neuen Koalitionen im rötlich-grünlichen Fahrwasser. In der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik traten nach der Bildung der sozialliberalen Koalition im Jahre 1980 gravierende Meinungsverschiedenheiten auf. Die Haushaltsberatungen im Sommer 1981 und die Beschlüsse des SPD-Parteitages im Frühjahr dieses Jahres führten letztlich zum Bruch der alten Koalition. Auf ihrem Parteitag hatte die SPD klar ihren Willen bekundet, den Marsch in den Sozialismus anzutreten und dies ohne Rücksicht auf den Koalitionspartner und unter Billigung der SPD angehörenden Regierungsmitglieder, einschließlich des seinerzeitigen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Mehr Staat, höhere Abgaben, noch mehr Schulden, mehr staatlicher Dirigismus und mehr Bürokratie, das waren die Begleittöne dieses Parteitages. Nach Wochen lähmender Untätigkeit und lärmenden Streits fand dann das alte Regierungsbündnis sein Ende. Nach dem Auseinanderbrechen der alten Koalition war Helmut Schmidt nicht bereit, die politischen Konsequenzen zu ziehen und den Rücktritt einzureichen. Angesichts der Dringlichkeit der Probleme einigten sich deshalb CDU, CSU und FDP auf die Bildung einer neuen Koalition der Mitte. Von Anfang an
verständigten sich die neuen Koalitionspartner darauf, ein zeitlich und sachlich begrenztes Dringlichkeitsprogramm zu verabschieden, um dann im März 1983 Neuwahlen herbeizuführen. Wie der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der Kollege Dr. Drecker, in der Haushaltsdebatte am 14. Dezember 1982 zutreffend dargelegt hat, war der Auftrag der Regierung Kohl von vornherein sowohl sachlich als auch zeitlich begrenzt. Angesichts der dramatischen Situation war es unumgänglich, ein Sofortprogramm zu verabschieden. Die neue Koalition der Mitte einigte sich deshalb darauf, erste Maßnahmen zur Sanierung der Bundesfinanzen und zur Sicherung der Finanzlage der Sozialversicherung zu ergreifen, erste Anstöße für die Wiederbelebung der Wirtschaft und für die Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit zu geben, sowie die Missverständnisse und Irritationen über die Stellung der Bundesrepublik in der westlichen Allianz aus dem Wege zu räumen. Wenn wir heute Bilanz ziehen, können wir feststellen, dass mit der Verabschiedung des Haushalts 1983 und der Begleitgesetze die entscheidenden Weichenstellungen vorgenommen worden sind, um den vereinbarten Zielen näher zu kommen. Zweifel an der Stellung der Bundesrepublik Deutschland im Bündnis konnten ausgeräumt werden. Beim Abschluss der Koalitionsvereinbarung wurden Themen bewusst ausgespart. Es gibt unterschiedliche Standpunkte zwischen CDU, CSU und FDP in einigen Bereichen. Dies gilt vor allem für die innere Sicherheit, die Rechtspolitik und die Deutschlandpolitik. Eine Ausklammerung wichtiger politischer Bereiche ist jedoch auf Dauer nicht möglich. Sie erfolgte, weil die neuen Koalitionspartner vereinbart hatten, sich nach 5 Monaten dem Urteil der Wähler zu stellen. Angesichts der Herausforderungen im nationalen und internationalen Bereich bedarf es klarer, umfassender Festlegungen für eine ganze Legislaturperiode. Hierzu braucht eine neue Regierung den Auftrag durch die Wähler. Das ist der erklärte Wille aller Parteien und Fraktionen. Wenn wir heute die Voraussetzungen für Neuwahlen schaffen, geschieht dies im Interesse unserer Bürger. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, in einer entscheidenden Zeit über die weitere Zukunft unseres Landes entscheiden zu können. Die CSU ist bereit, die neue Koalition der Mitte auch nach dem 6. März 1983 fortzusetzen. Wir haben den Mut, den Bürgern unseres Landes im bevorstehenden Wahlkampf die Wahrheit zu sagen über die Probleme, die wir übernommen haben, und über die Opfer, die zur Bewältigung der Krise von allen Gruppen unserer Bevölkerung erbracht werden müssen. In der schwersten Wirtschaftskrise unseres Landes ist die CSU bereit, ihren Beitrag zur Lösung der Probleme zu leisten, den Weg zu Neuwahlen zu ermöglichen, einen ehrlichen Wahlkampf zu führen, um das Vertrauen der Bürger zu bitten und Regierungsverantwortung nach Neuwahlen zu übernehmen. Ich danke Ihnen. Das Wort hat der Abgeordnete Dube. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich spreche aus eigenem Antrieb und bitte die Mitglieder meiner Fraktion um Entschuldigung, dass ich nicht die Gelegenheit hatte, dieses vorher, wie wir es an sich vereinbaren, anzukündigen. Wir beteiligen uns heute, meine Damen und Herren, an einer Abstimmung, die seit Wochen lebhaft in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Jedermann sieht die politischen Motive ebenso deutlich wie die vielfältigen verfassungsrechtlichen Befunde. Ein großer Teil unserer Mitbürger, und das ist der Grund, warum ich mich hier zu Wort gemeldet habe, ein großer Teil unserer Mitbürger nimmt jedoch diesen Vorgang nur aus großer Distanz wahr. Ich spreche von den bei uns lebenden Ausländern.
Sie haben an der vor uns liegenden Wahl und an den Wahlauseinandersetzungen keinen Anteil, obwohl Ihr Leben bei uns durch das politische Klima, in dem Regierungen und Parlamente gebildet werden, sehr direkt und sehr wesentlich beeinflusst wird. Ich möchte eindringlich an die Mitglieder des Deutschen Bundestages appellieren, jede propagandistische Behandlung der Ausländerpolitik aus dem parteipolitischen Wahlkampf herauszuhalten. Einen Moment, Herr Abgeordneter Dube, einen Augenblick bitte. Darf ich bitten, dass die Damen und Herren ihre Plätze einnehmen? Ich möchte das begründen, danke, Herr Präsident. Ich spreche persönlich aus eigenem Erleben, auch aus meinem eigenen Leben heraus und in großer Sorge. Vor über 20 Jahren habe ich deshalb gemeinsam mit einem Hamburger Freund in der Hamburger Innenstadt die erste Deutschschule für Gastarbeiter ins Leben gerufen. Seither verfolge ich mit Hoffen und Bangen die Entwicklung. Sie hatte gute und schlechte Phasen, sehr gute Phasen für unser Volk, aber auch in letzter Zeit schlechte. Seit einiger Zeit nämlich, meine Damen und Herren, kriegt überall im Lande die Angst vor dem Problem hoch. Und niemand darf diese Angst missbrauchen. Immer war es der entscheidende Prüfstein für die geistig-moralische Kraft der parlamentarischen Demokratie, wie sie mit Minderheiten, die an der Wahl nicht teilnehmen können, umgeht. Es ist in den vorausgegangenen Kommunal- und Landtagswahlen möglich gewesen, gemeinsam solche Gruppen zu bekämpfen, die aus den hier arbeitenden Ausländern politisches Kapital für ihre Ziele schlagen wollen. Und ich meine, das sollte auch so bleiben. Und ich möchte eine vereinzelte Anzeige der Union aus dem Hamburger Bürgerschaftswahlkampf nicht überbewerten, in der es am 30.11.1982 geheißen hat, wenn es mit der Ausländerpolitik des Donani-Senats so weitergeht, werden wir bald 200.000 Ausländer in unserer Stadt haben. Ich will das nicht überbewerten. Ich hoffe, dass dies ein Ausrutscher war, und ich bitte Sie, Herr Dr. Kohl, sehr eindringlich als Vorsitzender der Union dafür zu sorgen, dass es zu solchen Entgleisungen im kommenden Bundeswahlkampf nicht kommt, wie ich auch alle Kollegen aus allen Fraktionen darum bitte, sich meinem Appell anzuschließen. Ich vertrete einen Wahlkreis im Zentrum der Hamburger Arbeiterviertel, in dem es Quartiere gibt, in denen der Ausländeranteil bei 20, in Einzelfällen bei über 30% liegt. Und ich weiß, wovon ich rede. Wir bürden, meine Damen und Herren, das ist meine persönliche Erfahrung, relativ wenigen unserer deutschen Mitbürger in den entsprechenden Stadtteilen die konkreten Probleme des Zusammenlebens auf. Probleme am Arbeitsplatz, in den Schulen, in den Wohnstraßen, in den Häusern, bei der Veränderung der gewohnten Umgebung. Millionen, die persönlich nicht betroffen sind, verfolgen dieses politische Thema jedoch aus der Distanz. Und die meisten von uns Abgeordneten gehen mit statistischen Zahlen um, ebenfalls ohne persönlich betroffen zu sein. Abstrakte, statistische Diskussionen lösen nicht die konkreten Probleme, sondern verschärfen sie. Gefährlicher als die Probleme ist die abstrakte Angst vor ihnen, wo aktive Menschlichkeit gefordert ist. Und ich muss Sie, Herr Dr. Kohl, im Interesse dieser Menschlichkeit auch als Regierungschef bitten, die Formen des Wahlkampfes zu beachten. Wir hatten bei Äußerungen des Herrn Innenministers in der letzten Woche und auch bei Ihren eigenen Einlassungen am Anfang Ihrer Regierungszeit Anlass zur Sorge, dass dieses nicht im Interesse der Menschlichkeit so geschieht, wie wir es alle wollen. Ich möchte auf den eindringlichen Brief vom 4. März 1982 von Frau Dr. Liselotte Funke, der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen, an den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt verweisen. Sie beschreibt die bedenkliche Stimmung bei all jenen Deutschen und Ausländern, die sich haupt- und ehrenamtlich um das Problem bemühen. Ich zitiere: Wenn Kirchen und Synoden, Wohlfahrtsverbände, in- und ausländische Lehrerorganisationen, freiwillige Initiativgruppen aus ihrer jahrelangen Erfahrung heraus dringend vor weiteren Einschränkungen bei der Familienzusammenführung warnen,
wissen gerade Sie um die schwere Beeinträchtigung, die die bemühte Arbeit um die friedliche und menschliche Eingliederung dadurch erfahren würde. Meine Damen und Herren, das Engagement all dieser Menschen und vieler mehr brauchen wir bei 4,7 Millionen Ausländern eben genauso wie bei 1 Million Ausländer oder 500.000 Ausländer. Wir werden es in unserer Bundesrepublik Deutschland, die Teil eines aufgeschlossenen Europa sein will, immer brauchen, unabhängig von der Ausländerpolitik. Und die Angst breitet sich aus, eben auch bei vielen Ausländern und bei vielen deutschen Bürgern, aber eben auch bei Politikern, die zuweilen Angst haben, Wählerstimmen zu verlieren, wenn sie sich für dieses Problem, für die Ausländer einsetzen. Bekämpfen wir, meine Damen und Herren, gemeinsam die aufkommende Angst. Verjagen wir das Gespenst der schrecklichen Vereinfacher, denn kein Politiker nimmt der 70-jährigen Rentnerin im Arbeiterstadtviertel Vettel in Hamburg ihre Ängste und Probleme mit den 5 türkischen Familien im Haus, wenn er verspricht, dieser Politiker, die Zahl der bei uns lebenden Ausländer um 1 oder 500.000 zu verringern. Dadurch verringert er nicht die Probleme dieser Menschen vor Ort. Wir dürfen in der Bundesrepublik Deutschland und vor allem nicht im Wahlkampf einen Rausschmeißwettlauf dulden. Kein Klima des Vor-die-Tür-Setzens darf entstehen. Dann, wenn wir mit den Bleibenden in Frieden leben wollen. Helfen wir den deutschen Bürgern in Städten und Gemeinden und helfen wir den ausländischen Mitbürgern. Niemals dürfen die demokratischen Parteien diese Aufgabe zum Gegenstand des parteipolitischen Wettlaufs um die Gunst der Wähler machen. Sie ist die seit 1945 größte moralische Herausforderung an unsere christliche, meine Damen und Herren, an unsere christliche Solidarität und an unsere demokratische Kultur. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, zum besseren Verständnis, es handelt sich hier nicht um persönliche Erklärungen, weder nach 30 noch nach 31, sondern sind Debattenbeitrag nach 27. Und da in der Bund, da in der Erklärung des Herrn Bundeskanzlers der gesamte politische Bereich angesprochen worden ist, ebenso wie bei Herrn Kollegen Brandt und Herrn Kollegen Drecker, ist eben keine Beschränkung auf das spezifische Gebiet ausschließlich des Artikels 68 gegeben. Das Wort hat Herr Abgeordneter Schmidt-Kempen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, trotz des eben von Ihnen, Herr Präsident, gegebenen Hinweises, dass es sich ja heute hier nicht nur um den vorliegenden Antrag des Bundeskanzlers handelt, sondern dass es im Grunde eine gesamtpolitische Debatte ist, habe ich doch erhebliche Zweifel, ob vieles, was in den letzten 2 Stunden hier gesagt wurde, mit dem Ernst der Stunde, mit dem Ernst der Entscheidung, die der Deutsche Bundestag als, wie Sie mit Recht, Herr Drecker, gesagt haben, zweites zu prüfendes Verfassungsorgan, mit der Entscheidung, die er heute mit der freien Stimmabgabe seiner Mitglieder zu tun hat, ob vieles von dem, was hier gesagt wurde, damit überhaupt im Zusammenhang stehen kann. Ich habe leider sehr wenig das Wort Verfassung und Grundgesetz, aber sehr viel das Wort Wahlkampf gehört. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dies ist schon sozusagen eine vorbereitende Wahlkampfveranstaltung gewesen, obwohl jeder gleichzeitig gesagt hat, es muss überhaupt erst einmal entschieden werden, ob dies der richtige Weg ist zu den gewünschten Neuwahlen. Und der Bundespräsident ist völlig frei in seiner Entscheidung. Trotzdem hat man hier Vergangenheitsbewältigung, Schuldzuweisungen, Programmpunkte nach dem 6. März und was weiß ich alles ausgetauscht.
als ob alles schon eine beschlossene Sache wäre und als ob dieses Parlament eigentlich nur, meine Damen und Herren, ich sage das sehr ernst, eigentlich nur die Aufgabe hätte, bestimmten Vorstellungen der Parteispitzen zu folgen. Als ob nicht dieses Parlament, wir alle, meine Damen und Herren, eine eigenständige Aufgabe auch der Kontrolle über die Wege haben. Als ob wir nicht auch eine Aufgabe haben, festzustellen, ob das, was vorgeschlagen ist, nun wirklich so verfassungsunbedenklich ist, wie es hier von vielen dargestellt wird. Und ich bin Ihnen, Herr Bundeskanzler, sehr dankbar, dass Sie in Ihrer Begründung wirklich nur kurz und knapp Ihre Vorstellungen zu dieser Antragstellung vorgetragen haben. Und damit, meine Damen und Herren, sollten wir uns auseinandersetzen. Und dies ist auch der Grund, weshalb ich mich hier nicht namens meiner Fraktion, sondern persönlich zu Wort gemeldet habe. Persönlich, meine Damen und Herren, aus einer tiefen Sorge. Persönlich als ein Mitglied dieses Hauses, das heute und hier nach über 21 Jahren wahrscheinlich seine letzte Debattenrede hält. Persönlich aus der Erfahrung eines der nicht mehr allzu vielen Mitglieder dieses Hauses, die noch das Ende der Weimarer Republik, die damalige politische Instabilität, die mit zu vielem geführt hat, hautnah miterlebt haben, auch im familiären Bereich. Als ein Mitglied dieses Hauses, das die 12 Jahre Hitler-Diktatur hautnah miterlebt hat und dass dieses Grundgesetz, wie es damals geschaffen wurde, als eine Basis ansah, gebaut auf der Erfahrung derer, die damals das alles auch so miterlebt hatten, um für die Zukunft Stabilität für diesen Staat in bestimmten Legislaturperioden zu erreichen, um zu verhindern, dass möglicherweise wieder einmal durch instabile politische Verhältnisse, durch häufigeres Wählen und dergleichen mehr in Krisenzeiten schlimme Folgen kommen könnten. Und unter dieser Sicht, meine Damen und Herren, möchte ich einige Bemerkungen machen, ehe ich mich dann zu meinem Abstimmungsverhalten äußere, wobei ich gleich, ich glaube, ich darf das sagen, feststellen möchte, dass diese Sorge, die ich habe, viel mehr Mitglieder dieses Hauses beschäftigt, als dies in der Öffentlichkeit zum Ausdruck kommt. Dass viel mehr Mitglieder dieses Hauses sich Sorgen über die Folgen einer solchen Entscheidung machen. Herr Bundeskanzler, Sie haben als Erstes gesagt, ich will den Weg zu Neuwahlen öffnen. Und es wurde auch hier von allen Seiten gesagt, und ich schließe mich dem an, nach den Versprechungen, die abgegeben worden sind seinerzeit, die mehrmals wiederholt worden sind, ist zweifellos die Einlösung oder Nichteinlösung dieses Versprechens eine Frage, die den Wähler draußen sehr, sehr stark beschäftigt. Aber man muss sich natürlich darüber unterhalten können und auch verfassungsrechtlich ein wenig prüfen dürfen, ob der Weg dorthin nicht zumindest verfassungsschädlich ist. Ob der Weg dorthin nicht zumindest am Rande der Verfassung hinführt und möglicherweise in Zukunft in andere Entwicklungen führen kann. Denn meine Damen und Herren, der Wähler hat Anspruch darauf, dass ein ihm so deutlich gegebenes Versprechen eingelöst wird. Er hat aber auch Anspruch darauf, dass diejenigen, die es einlösen, nicht möglicherweise dabei die Verfassung beschädigen und hinterher Konsequenzen daraus kommen. Denn, meine Damen und Herren, hier wurde ja vorhin praktisch noch einmal die Haushaltsdebatte der vergangenen Woche in ihren wichtigsten politischen Aussagen wiederholt. Hier wurde ja noch einmal dargestellt, was in der ganzen vergangenen Woche hier gesagt wurde. Und was muss eigentlich der Wähler draußen, was muss eigentlich derjenige,
der nicht hier im Hause, aber am Fernsehschirm die letzten 3-4 Tage erlebt hat, sich sagen, wenn er heute wieder am Fernsehschirm sitzt und erfährt, dass nachdem hier eine Handlungsfähigkeit einer stabilen Regierung eine Woche bescheinigt wurde, nachdem gestern ein hohes Abstimmungsergebnis, eine komfortable Mehrheit für einen Haushalt 1983 hier vorgelegt wurde, somit die Handlungsfähigkeit für 1983 eigentlich in den Grundzügen festgelegt wurde, dass dann danach plötzlich diese Mehrheit nicht mehr vorhanden ist, dass danach plötzlich der Bundeskanzler, der hier gestern noch das große Vertrauen für den Haushalt, den er und seine Regierung vorgelegt haben, bekommen hat, heute plötzlich das Vertrauen der ihn tragenden Mehrheit nicht mehr bekommt, der muss sich doch die Frage stellen, und dort ist doch einer der Punkte, ist denn das überhaupt noch richtig, dass hier die Vertrauensfrage in dieser Form gestellt werden kann? Ist es denn überhaupt richtig und zumindest verfassungsrechtlich nicht sehr bedenklich, wenn hier sozusagen der Bundeskanzler, und Herr Bundeskanzler, dies ist kein Angriff gegen Sie, denn das ist ja ein vereinbartes Verfahren, dass der Bundeskanzler einen Antrag vorlegt, nachdem vorher die Fraktionen und Parteien mit Mehrheit beschlossen haben, diesem Antrag nicht zuzustimmen, und damit also den Bundeskanzler, ich spreche in dem Fall mal für die Mehrheit, denn das fingierte Vertrauensfrage ist ja eine Vereinbarung zwischen dem Bundeskanzler und den ihn tragenden Fraktionen und Parteien. Was muss sich eigentlich der Wähler fragen draußen, der nun plötzlich ab morgen weiß, vielleicht weiß oder ab 6. Januar weiß oder vielleicht auch noch nicht weiß, dass am 6. März gewählt wird, wenn er auf der einen Seite festgestellt hat, dass seine Mehrheit, die gestern noch 266 Stimmen für den Haushalt abgab, heute nicht mehr den Bundeskanzler das Vertrauen ausspricht. Ist das vielleicht glaubwürdiger? Ist das vielleicht Glaubwürdigkeit für dieses Parlament? Meine Damen und Herren, hier stehen doch zwei Dinge im Raum. Auf der einen Seite das Erfüllen eines Versprechens, um glaubwürdig zu bleiben, und auf der anderen Seite die Glaubwürdigkeit der Verfassung, die Glaubwürdigkeit der Fakten hier auf den Kopf zu stellen. Es steht doch fest, dass diese jetzige Bundesregierung legal zustande gekommen ist. Es steht fest, dass diese Bundesregierung, in der letzten Woche ist das noch einmal deutlich geworden, eine volle Handlungsfähigkeit hat. Dass es nicht so ist, Herr Bundeskanzler, weil Sie 1972 angesprochen haben, wie 1972, wo es eben keine Mehrheit mehr für den amtierenden Bundeskanzler gab und eben Probleme der Neuwahl anstanden. Und ich habe bisher noch nirgends in der Verfassung feststellen können, dass es befristete Regierungen geben kann, dass es befristete Legislaturperioden aufgrund von Parteibeschlüssen geben kann. Oder soll das, meine Damen und Herren, und dies ist mit einer Frage, über die das Parlament mit entscheiden, soll dies vielleicht Zukunftspraxis werden, wenn ich heute schon lese und höre, man könne ja mal eine befristete große Koalition schließen, so Herr Fehrenbach vor kurzer Zeit, dann ist doch dieser Begriff schon draußen sozusagen als ein Begriff für die Zukunft. In Zukunft brauchen wir gar nicht mehr so unbefristete Legislaturperioden nach dem Grundgesetz, sondern dies kann befristet auch gemacht werden. Natürlich. Und ich hoffe ja, dazu etwas beitragen zu können, Herr Kollege, weil ich den Eindruck habe, dass, und auch die Debatte hat das gezeigt, dass die verfassungsrechtlich und verfassungspolitisch problematischen Fragen in diesem Bereich in allen Fraktionen zu wenig diskutiert worden sind. Ich kann nicht ganz so, Herr Kollege Ehmke, über die Interne aus der SPD-Fraktion berichten. Aber ich war zum Beispiel sehr beeindruckt auf der einen Seite, dass die Vereinigung für Parlamentsfragen hierzu zum richtigen Zeitpunkt eine Diskussion durchgeführt hatte. Ich habe es allerdings
bedauert, dass man die Mitglieder des Bundestages in dieser Abendveranstaltung an einer oder höchstens zwei Händen abzählen konnte. Denn man hätte dort manches über die verfassungsrechtliche Problematik von der einen Seite verfassungswidrig bis zu der anderen Seite verfassungsunbedenklich hören können und zumindest vieles über verfassungsschädlich noch vielleicht dazulernen können. Denn, meine Damen und Herren, man kann über die heutige Entscheidung, die wahrscheinlich vorprogrammiert ist, sagen, dies ist eine Einmaligkeit, wird nie wieder vorkommen. Aber ich warne aus der Sorge heraus, die ich vorhin eindeutig klargelegt habe. Ich warne davor, dass mit der derartigen Bewegung des Artikel 68 für zukünftige Regierungen, und es muss gar nicht die nächste sein, es kann auch die übernächste oder überübernächste sein, eine Prämie für die legale Mehrheit in der Auslegung des 68 verankert wird. Eindeutig hat dann eine Mehrheit, mag sie sein, aussehen wie sie will, die Möglichkeit, über diesen Weg, der heute hier beschlossen werden soll, auch in Zukunft Neuwahlen zu einem anderen Zeitpunkt, als er eigentlich vom Grundgesetz vorgesehen ist, herbeizuführen. Und warum haben denn die Grundgesetzväter hier gewisse Schranken eingesetzt? Nicht nur, weil sie die Erfahrung der Weimarer Republik hatten, doch auch, weil sie die Erfahrungen in den westlichen Demokratien in Europa hatten und haben. 42 Regierungen in Frankreich, Instabilität in Italien, durchlaufende parteipolitische Schwierigkeiten in den Regierungen. Und es war doch, meine Damen und Herren, ein Stück Fundament zum Aufbau überhaupt nach 1949, dass es eben nie kurzfristige Legislaturperioden gab, dass eben 4 Jahre immer durchregiert werden konnte und dadurch auch Stabilität möglich war beim Wiederaufbau. Wenn wir beim 68 die Vertrauensfrage sozusagen auch zu einer halben Misstrauensfrage machen, denn heute ist es ja eine Vertrauensfrage, die gestellt wird und das Misstrauen wird ausgesprochen, dann wird eines Tages der 68 vor dem 67 rangieren in seiner Verfassungswirkung. Ich frage mich, ob dies gut ist für die Zukunft dieses Parlaments, für die Zukunft der parlamentarischen Demokratie. Ich frage mich, und ich glaube, jeder von Ihnen, meine Damen und Herren, muss sich fragen, ob der einmal beschrittene Weg von der repräsentativen Demokratie, vom repräsentativen System zum plebiszitären System nicht eines Tages nach dem Motto, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, zu einem Dauerweg wird. Ich fürchte, dass die Gefahren auftauchen. Sie können sehr schnell auftauchen. In den Debattenreden vorhin ist sehr viel davon gesagt worden, dass möglicherweise die Parteienlandschaft sich nach dem 6. März hier ändert. Und da kann es schon sehr leicht möglich sein, dass es schwierig werden wird, eine stabile Regierung zu bilden. Nicht umsonst reden die einen von großer Koalition, die anderen von Unterstützung der Mehrheit, um dann einfach regieren zu können, wenn es so kommt. Das kann man doch aber dann nicht 4 Jahre machen. Und dann hat man über den, bin gleich fertig, Herr Präsident, dann hat man über die jetzt geschaffene Möglichkeit des 68 natürlich auch wieder eine Möglichkeit, wieder etwas befristeter die Dinge zu gestalten. Ich möchte, meine Damen und Herren, abschließend noch einmal Sie alle sehr herzlich bitten, sehr darüber nachzudenken, welche Entscheidung Sie nachher treffen. Es gibt nicht viel Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, ich sage das sehr offen, dass Herr Bundeskanzler, was ich begrüßen würde auf der einen Seite, obwohl ich es seinerzeit nicht getan habe, Ihnen das Vertrauen ausgesprochen wird und so der Weg über eine verfassungsbedenkliche Regelung nicht begangen wird. Es gibt die Möglichkeit, dann für Sie einen anderen Weg zur Erfüllung des Versprechens zu wählen. Für mich, meine Damen und Herren, und das ist meine persönliche Entscheidung, gibt es nur einen Weg. Und in dem stimme ich aus unterschiedlichen Motiven mit Ihnen überein. Herr Bundeskanzler, ich werde mich wegen des von mir nicht gebilligten Verfahrens an dieser Abstimmung nicht beteiligen. Ich möchte nicht schuld sein, wenn die Folgen, die ich hier vorgetragen habe, eines Tages über diese Republik kommen. Vielen Dank.
Das Wort hat Frau Abgeordnete Schuckert. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich spreche hier heute auch im Namen meines Kollegen Friedrich Hölscher. Sie wissen, Herr Bundeskanzler, wir haben Sie am 1. Oktober nicht gewählt, weil wir für Ihre Wahl vom Bürger 1980 kein Mandat erhalten haben. Wir haben logischerweise auch Ihrem Haushalt nicht zugestimmt, und wir können Ihnen deshalb mit völlig reinem Gewissen auch heute nicht das Vertrauen aussprechen. Insofern können auch wir Ihnen zwei glaubwürdige Nein-Stimmen zusagen. Gespräche mit Kollegen dieses Hauses haben bei uns Zweifel aufkommen lassen, dass die Mehrheit dieses Hauses die Wahlen wirklich noch will. Wir wollen die Wahlen. Friedrich Hölscher und ich sind also mit uns selbst im Reinen. Nur kann eigentlich die Mehrheit, Ihre Regierung, Herr Bundeskanzler, und Sie selbst mit sich im Reinen sein? Wer das Grundgesetz, in diesem Falle den Artikel 68, so manipulativ gebraucht, kann oder besser darf mit sich nicht im Reinen sein. Es ist das zweite Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass der Bundestag vorzeitig aufgelöst werden soll. 1972 beim ersten Mal war ein konstruktives Misstrauensvotum gescheitert. Der Kanzler selbst hatte aber auch keine Mehrheit mehr. Logisch, dass man gemeinsam nach einem Weg suchte, um den Bundestag aufzulösen. Heute hat der Bundeskanzler eine Mehrheit. Also ganz entgegengesetzt zu der Situation im Jahre 1972. Es hätte auch nach dem 17. September dieses Jahres eine verfassungsrechtlich einwandfreie Möglichkeit gegeben, den Bundestag aufzulösen. Nachdem der damalige Bundeskanzler Schmidt seine Mehrheit verloren hatte, hätte zumindest meine damalige Fraktion, die FDP-Fraktion, den Schlüssel dazu in der Hand gehabt. Die FDP war 1980 durch klare und unmissverständliche Aussagen für eine sozialliberale Koalition und gegen eine Politik von Strauß mit einem überragenden Wahlergebnis für die Verhältnisse der FDP in den Bundestag eingezogen. Mein Kollege Gerhard Baum hat am 1. Oktober 1982 vor dem konstruktiven Misstrauensvotum auch für mich erklärt: Wenn wir den Wählern etwas versprechen, wenn wir ihnen sagen, was wir mit ihren Stimmen machen wollen, müssen wir es auch tun. Und er hat damit begründet, weshalb die FDP-Mitglieder einen Kanzler Kohl nicht wählen könnten und sich deshalb vom Wähler ein neues Votum dafür einholen müssten. Es wäre glaubwürdig gewesen, wenn die FDP insgesamt damals so verfahren wäre. Man hätte das Angebot des damaligen Bundeskanzlers annehmen können und ähnlich dem heute angestrebten Verfahren gemeinsam handeln können. Allerdings, und hier liegt der entscheidende Unterschied, nach dem 17. September mit dem glaubwürdigen Argument verloren gegangener Mehrheiten. Aber weshalb kam es damals nicht dazu? Man sah in Neuwahlen vermutlich ein zu hohes Risiko für diese neue Mehrheit. Hessen hat dies ja auch gezeigt. Und außerdem, Helmut Schmidt sollte auch nicht noch als Bundeskanzler Wahlkampf machen dürfen.
Der Bundesvorsitzende der FDP drückte dies in seiner Rede zur Regierungserklärung am 13. Oktober dieses Jahres sogar direkt aus. Da heißt es, diese Verfassung will aber auch Nichtvereinbarungen durch die Fraktionen auf das verfassungsmäßige Recht zur Mehrheitsbildung verzichten, auch wenn sie eine Mehrheit bilden können, nur um dem amtierenden Regierungschef die Führung des Wahlkampfes als Bundeskanzler zu ermöglichen. Diese Worte sprechen für sich selbst. Wenn man Wahlkampf machte, wollte man schon selbst den Bundeskanzler stellen und die FDP wieder mit neu bestellten Ministern antreten. Andererseits wollte man aber auch nicht den Eindruck entstehen lassen, man drücke sich vor einem Wählervotum. Also verständigte sich die neue Mehrheit auf die ungemein verantwortungsvoll klingende Formel, so die Formulierung von Herrn Genscher, bevor wir am 6. März des nächsten Jahres diese Neuwahlen abhalten, wollen wir das Haus in Ordnung bringen. Dass er dabei seine eigene 13-jährige Arbeit als Minister und Vizekanzler in der sozialliberalen Koalition so einstuft, spricht für sich. Man musste das Ganze also staatspolitisch überhöhen. Die Verschuldung und die Arbeitslosigkeit mussten herhalten, um das alles so zu inszenieren. Notstand, hat der Bundeskanzler heute gesagt. Nur ist das Haus in Ordnung gebracht worden. Die Neuverschuldung ist von deutlich unter 30 Milliarden, wie es die FDP von der SPD gefordert hatte, auf deutlich über 40 Milliarden gestiegen. Und natürlich konnte die Arbeitslosigkeit auch nicht abgebaut werden, aber das hat ja wohl auch niemand ernsthaft annehmen können. Und was hat man diesem Parlament zugemutet? Haushalts- und Begleitgesetze mussten durchgepeitscht werden. Ich weiß nicht, weshalb es Ihnen so unmöglich ist, dieses nicht ruhig anzuhören. Und ich kann Ihnen nur eines sagen. Die hysterischen Gesichter von Männern sind auch kein attraktiver Anblick. Meine Damen und Herren, kein Gesetz und schon gar nicht der Haushalt konnten auf ihre Zukunftsverträglichkeit abgeklopft werden. Zum Beispiel, welche mittelfristigen Auswirkungen es auf den Arbeitsmarkt haben könnte. Die Fraktionen waren reine Befehlsempfänger. Anhörungen vor den Ausschüssen des Bundestages wurden zur reinen Farce. Den Entwürfen zum BAföG und zur Kriegsdienstverweigerung wurden von den Anzuhörenden eine eindeutige Abfuhr erteilt. Im Mietrecht haben die Kommunalvertreter auf die Rückwirkungen der kommunalen Haushalte hingewiesen. 5 hochkarätige Professoren wurden eingeladen, um die Zwangsanleihe verfassungsrechtlich zu bewerten. Die von allen vorgetragenen starken Bedenken wurden schlicht ignoriert. Herr Kohl, was haben Sie aus diesem Parlament gemacht? Ein Instrument, der heißen Nadel gemacht, und ich frage mich, wo bleibt eigentlich die Selbstachtung der Mehrheit dieses Parlaments? Der Bundespräsident hat wahrlich nicht viele Kompetenzen.
Dass man ihn allerdings derart zum Statisten verkümmern lässt, ist schon mehr als schlimm. Da teilt man ihm noch vor dem konstruktiven Misstrauensvotum mit, wann denn diese neue Mehrheit ihre Mehrheit zu verlieren gedenkt. Dies hat ja nicht mal das Parlament selbst bestimmen können, sondern die Regierung bestimmt, wann sie eine Mehrheit haben will und wann man sie ihr bitteschön zu verweigern hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Verfassungsgeber den Artikel 68 so verstanden wissen wollte. Und damit es der Bundespräsident auch nicht allzu schwer hat, teilt man ihm auch gleich noch den genauen Terminablauf mit. Grobe Unhöflichkeit ist ja wohl das Mindeste, was man dazu sagen könnte. Es kann kein Zweifel sein. Heute wird ein Präjudiz geschaffen, dessen Auswirkungen wir noch gar nicht ermessen können. Da treten Parteien mit bestimmten Aussagen vor den Wähler und erhalten dafür ein Mandat. Unterwegs kommt es zum Machtwechsel ohne neuerliche Legitimation. Diejenigen, die so die Macht verlieren, treten natürlich für Neuwahlen ein. Die Mehrheit verweigert sie, um einen ihr gemäßen Termin ins Auge zu fassen. Termine von Neuwahlen könnten künftig also davon bestimmt werden, ob sich die parlamentarische Mehrheit vom Termin gute Wahlergebnisse verspricht. Herr Kohl, wer antritt, ein Haus in Ordnung zu bringen, von dem muss man wohl erwarten, dass er das Haus mindestens in Ordnung hält. Dazu gehört wohl zuallererst die Achtung vor dem Parlament und dem Bundespräsidenten, aber die haben Sie leider vermissen lassen. Herr Bundeskanzler, Sie haben Wahlen am 6. März versprochen. Sie tun gut daran, dieses Versprechen zu halten. Aber bitte lassen Sie an der Verfassungsmäßigkeit des Verfahrens keinen Zweifel. Es gibt saubere Lösungen. Ich habe auf dem Bundesparteitag der FDP einen Vorschlag unterstützt, der ein guter Weg gewesen wäre. Die FDP-Minister treten zurück, um damit zu dokumentieren, dass Sie, Herr Bundeskanzler, keine Mehrheit mehr haben. Leider wurde dieser Antrag von der Mehrheit unter Einschluss der Stimmen der Betroffenen verweigert. Herr Kohl, Friedrich Hölscher und ich bitten deshalb Sie, treten Sie zurück, damit das Verfahren über jeden verfassungsmäßigen Zweifel erhaben ist. Wenn Sie dies nicht selbst tun, so hoffen wir, dass Ihnen der Bundespräsident dazu noch Gelegenheit gibt. Wir wollen Neuwahlen, aber die Verfassung darf dabei keinen Schaden nehmen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Koppig. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kollege Hansen und ich, die beiden Mitglieder der Partei Demokratische Sozialisten in diesem Haus, werden bei der Vertrauensfrage des Bundeskanzlers Kohl mit Nein stimmen.
Uns interessieren dabei nicht fadenscheinige Begründungen für Stimmenthaltungen, um verfassungsrechtliche Manipulationen durchzuführen. Wir sagen Nein zu der Vertrauensfrage, weil wir die Politik der Regierung Kohl inhaltlich ebenso ablehnen, wie wir in vielen Punkten die Politik der Regierung Schmidt in den letzten Jahren ablehnen mussten. Wir demokratische Sozialisten lehnen eine Politik ab, die die Aufrüstung immer weiter vorantreibt, den Frieden gefährdet, volkswirtschaftliche Ressourcen vergeudet und wertvolle soziale Errungenschaften zerstört. Gerade am Dienstag wurde der Rüstungshaushalt wieder einmal um 2 Milliarden D-Mark erhöht. Allein für das Mehrzweckkampfflugzeug Tornado, eine reine Offensivwaffe, sollen im nächsten Jahr über 4 Milliarden D-Mark ausgegeben werden. Wenn man auf der anderen Seite sieht, wie eine sozial schwache Bevölkerungsgruppe nach der anderen zur Kasse gebeten wird, um diese Aufrüstungspolitik zu finanzieren, dann halten wir das für unverantwortlich. Diese Aufrüstungspolitik findet in einer Welt statt, in der ohnehin schon jährlich über 500 Milliarden Dollar für die Rüstung ausgegeben werden und in der gleichzeitig Hunderte von Millionen Menschen hungern und verhungern. Immer wieder lesen wir von verhungernden Kindern in vielen Teilen der Welt. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen zählt die Millionen. In den letzten Jahren sank die Zahl nie unter 10 Millionen jährlich. Die menschliche Fantasie reicht nicht aus, um sich das Elend vorzustellen, das sich hinter diesen Zahlen verbirgt. Wir brauchen uns aber nur das Schicksal auch nur eines einzelnen betroffenen Kindes vor Augen zu führen, um vielleicht zu begreifen, was dieses Leben für dieses Kind war. Die Vergeudung volkswirtschaftlicher Ressourcen für die Aufrüstung ist schon heute in ihren Wirkungen Völkermord. Und jeder, der daran mitwirkt, macht sich mitschuldig. Wir demokratische Sozialisten lehnen die Bundesregierung Kohl ab, weil sie mit Hunderten von Millionen Mark die Stationierung neuer atomare Mittelstreckenraketen in Deutschland vorbereitet. Die Bundesregierung macht sich damit zum Vollstrecker einer amerikanischen Politik, die einen Atomkrieg für gewinnbar hält und ihn möglichst auf Europa begrenzbar machen will. Eine solche Politik entspricht nicht den Lebensinteressen der Menschen, die hier leben. Und wenn ich mir die Berechnung vom Herrn Genscher hier angehört habe mit der SS-20, als ob nicht gegenüber bestimmten Waffensystemen auch andere, etwa U-Boot-gestützte Waffensysteme, bei denen der Westen eine Überlegenheit genauso als Gegenmittel bestehen könnten, wer globales Gleichgewicht durch regionales Gleichgewicht, durch ein Gleichgewicht von Waffensystemen und Ähnliches ersetzen will, der führt schließlich eine Politik, die zu absurdesten Ergebnissen führt, zu Ergebnissen, dass man schließlich im Kreis Eschwege eine zusätzliche Rakete stationieren muss, weil im Kreis Jena 3 Panzer mehr stehen. Ich halte das in einer Situation, in der jede Seite in der Lage ist, die andere mehrfach zu vernichten, für eine absurde Politik, den Rüstungswettlauf fortzusetzen. Wir demokratische Sozialisten lehnen die Regierung Kohl ab, weil sie mit zutiefst unsozialen Maßnahmen den Sozialabbau fortsetzt, den die Regierung Schmidt begonnen hatte. Bereits vor ihrer Regierungsübernahme hat die CDU/CSU über ihre Bundesratsmehrheit und den Vermittlungsausschuss in einer Art Allparteienkoalition am Sozialabbau mitgewirkt. Ich erinnere an solche Maßnahmen wie die Kürzung des Taschengelds für Altenheimbewohner, wo es nachher niemand gewesen sein wollte, der für diese Maßnahme verantwortlich war und sich alle plötzlich überboten haben, es rückgängig zu machen. Die demokratischen Sozialisten haben da von Anfang an dagegen gestimmt, ebenso wie sie gegen andere Maßnahmen des Sozialabbaus gestimmt haben, die nicht wieder rückgängig gemacht wurden, weil die Betroffenen keine organisierten Verbände hatten, die lauten Protest anmelden konnten.
Ich denke da zum Beispiel an die Kürzung der Mehrbedarfszuschläge für alte, kranke, behinderte, alleinstehende Mütter mit Kindern. Da wurden die sozial Schwächsten der Schwachen getroffen. Und die Regierung Kohl hat das durch weiteren realen Abbau der Sozialhilfe noch mehr verschärft. Immer höhere Belastungen der Arbeitnehmer, Reallohnabbau, Einschränkungen in der Gesundheitsversorgung, bei Arbeitslosen, bei Behinderten, beim Wohngeld, bei der Ausbildungsförderung, laufende Mehrwertsteuererhöhungen, Mieterhöhungsgesetze und auf der anderen Seite immer mehr Steuergeschenke für die Unternehmer. Das ist eine Politik, die demokratische Sozialisten nicht mitmachen. Wir wissen, dass Massenarbeitslosigkeit nicht durch Geschenke an die Unternehmer beseitigt wird, sondern durch eine Wirtschaftspolitik, deren entscheidendes Kriterium die Bedürfnisse der Menschen und nicht die Profitinteressen der Kapitaleigner sind. Rationalisierungen, die sozial kontrollierbar im Interesse der Menschen in Arbeitszeitverkürzung umgesetzt werden. Investitionen, die der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit den Vorrang vor den Profitinteressen des Kapitals einräumen. Umfassende Demokratisierung der Wirtschaftsordnung, das alles ist das Gegenteil von dem, was wir von der Regierung Kohl zu erwarten haben. Wir wissen, dass viele unserer Kritikpunkte auch gegenüber der alten SPD-FDP-Regierung galten, und wir haben sie auch geltend gemacht. Die Strategie der SPD, Reformen zugunsten der arbeitenden Menschen, Reformen zugunsten der breiten Schichten der Bevölkerung in der Umarmung mit den Kräften des Kapitals umzusetzen, ist gescheitert. Man kann keine Machtverschiebung zugunsten arbeitender Menschen und zulasten des Kapitals ohne Konfliktbereitschaft durchsetzen. Und spätestens in einer Wirtschaftskrise merken wir wieder, dass es nach wie vor jene wirklich Mächtigen gibt, die die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel haben, die über die Investitionen entscheiden, die über Ausbildungsplätze, über Arbeitsplätze entscheiden und andere, die diese Entscheidung über sich ergehen lassen müssen. Und Herr Dregger hat heute hier mit einer Deutlichkeit, die man eigentlich nur begrüßen kann, den Gleichklang zwischen Kapitalinteressen und den Interessen der neuen Regierung zum Ausdruck gebracht. Wir merken wieder, was das sogenannte Unternehmerrisiko bedeutet, dass nämlich bei einer Betriebsschließung die Arbeitnehmer ihre Arbeitsplätze verlieren und die Unternehmer ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Das ist die kapitalistische Wirtschaftsordnung, für die die Regierung Kohl steht und die demokratische Sozialisten überwinden wollen. Wir wissen, dass das eine langfristige Aufgabe ist, unabhängig von zufälligen aktuellen Parteienkonstellationen. Die ökonomische Machtfrage wird auch am 6. März nicht endgültig entschieden. Aber wer da bei bestimmten Wahlergebnissen über Unregierbarkeit redet, der sollte mal darüber nachdenken, ob die Unregierbarkeit, die demokratische Unregierbarkeit dieses Landes nicht vielmehr durch ein Dreiparteiensystem herbeigeführt wurde, in dem eine 6%-Partei als geborene Regierungspartei über Jahrzehnte hinweg die Richtlinien der Politik erpressen konnte. Ich habe übrigens gelesen, dass bis 6. März Kabarettsendungen nicht mehr gesendet werden dürfen. Ich weiß nicht, ob man Konkurrenz zu den Wahlveranstaltungen befürchtet, aber vielleicht will man auch nur dem Flüsterwitz wieder eine Chance einräumen. Wir demokratische Sozialisten wollen jedenfalls eine andere Politik. Wir wollen anknüpfen an Grundwerte, Erkenntnisse und Traditionen, die bereits vor über 100 Jahren die deutsche und internationale Arbeiterbewegung entwickelt hatte und die heute noch global, aber auch national ihre Bedeutung nach wie vor haben. Nach wie vor gilt der Satz aus dem Programm des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins von 1867, dass die kapitalistische Gesellschaft
auf der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und auf der Ausbeutung der Massen zugunsten weniger beruht. Das waren die Ursprünge der SPD. Aber wenn ich mir die Politik der SPD in ihren letzten Regierungsjahren in Erinnerung rufe, dann war von diesen Grundwerten der Sozialdemokratie nichts, aber auch nichts mehr zu spüren. Die Tradition ihrer Grundwerte hat die SPD nicht wie ein brennendes Feuer, wie eine Flamme in die gesellschaftliche Wirklichkeit eingebracht. Sie hat sie wie nutzlose Asche allenfalls aus Pietät aufbewahrt. Demokratische Sozialisten in der Bundesrepublik suchen und ringen nach einer Alternative. Der Kern ihres sozialistischen Strebens wird die Idee einer klassenlosen Gesellschaft bleiben, die die ökonomische und politische Unterdrückung hinter sich gelassen hat. Eine Gesellschaft, in der die Menschen frei von bürokratischen Repressionen mit einem Maximum an Fantasie und Kreativität in einem demokratischen Willensbildungsprozess ihr eigenes Schicksal selbst bestimmen. Dafür werden wir kämpfen und dabei auch in internationaler Solidarität alte, unerfüllte Forderungen nicht vergessen. Brot und Wissen für alle, Frieden und Freiheit allen Völkern. Bevor ich das Wort Herrn Abgeordneten Emke erteile, tut es mir leid, Herr Ganzel, dass ich Ihnen einen Ordnungshof geben muss für den Ausdruck Heuchler. Das Wort hat Herr Abgeordneter Emke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, gestatten Sie mir 2 Minuten, um als Verfassungsrechtler doch kurz Stellung zu nehmen zu dem recht bewegenden Beitrag des Kollegen Schmidt-Kempten. Herr Kollege Schmidt-Kempten, Willy Brandt hat hier schon unsererseits vorgetragen, dass es in der Tat gegen das vom Bundeskanzler gewählte Verfahren verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Ich lege aber großen Wert darauf, Kollege Schmidt-Kempten hier festzuhalten, dass sich diese verfassungsrechtlichen Bedenken nicht auf das Verhalten der Abgeordneten der sozialdemokratischen Fraktion beziehen können. Wenn wir, Herr Kollege Schmidt-Kempten, an der Sitzung nicht teilnehmen würden, uns an der Abstimmung nicht beteiligen würden oder aber uns enthalten würden, dann würde das weder etwas an der verfassungsrechtlichen Lage ändern noch am Ergebnis. Denn aufgrund des zwischen den Unionsparteien und der FDP vereinbarten Stimmenthaltung würde in keinem dieser Fälle, Herr Kollege Schmidt-Kempten, der Bundeskanzler eine Mehrheit kriegen für die von ihm gestellte Vertrauensfrage. Und da das so ist, darum stimmen wir hier ab, und zwar unserer politischen Überzeugung gemäß mit Nein, denn wir haben zu Bundeskanzler Kohl kein Vertrauen. Verfassungsrechtlich problematisch, Herr Kollege Schmidt-Kempten, kann also allein das Verhalten der Kollegen der Unionsparteien und der FDP sein, die gestern noch zu dem vom Bundeskanzler vorgelegten Haushalt Ja gesagt haben, heute zum Bundeskanzler selbst aber nicht Ja sagen wollen. Aber das haben Sie zu verantworten. Herr Bundeskanzler, Sie haben trotz der geltend gemachten verfassungsrechtlichen Bedenken den für Sie und Herrn Genscher politisch einfachsten Weg zu Neuwahlen gewählt. Auch darum haben wir zu Ihnen kein Vertrauen. Auch diesem Verfahren gilt unser Nein. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Graf Lambsdorff. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Ich möchte hier, wie ich hoffe und wie ich versuchen werde, aller Ruhe und aller Gelassenheit, einige Bemerkungen machen zu dem, was wir heute Morgen im Laufe dieses Vormittags gehört haben. Auch wir, meine Damen und Herren, wie alle hier im Hause, haben sehr sorgfältig überlegt, welcher Weg zum angestrebten Ziel verfassungsrechtlich vertretbar und gangbar ist oder nicht. Und wenn ich die Diskussion heute Morgen hier verfolge, dann scheint mir eines
immer wieder zu kurz gekommen zu sein. Herr Dregger hat zu Recht darauf hingewiesen. Wollen wir eigentlich wählen, jetzt und heute, ob am 6. März oder 13. spielt dabei gar keine Rolle, soll gewählt werden? Sind wir übereinstimmend der Meinung, dass wir uns dem Votum des Wählers zu stellen haben, nach dem Wechsel und nach dem Erledigen der dringend gebotenen gesetzgeberischen Arbeiten oder nicht? Wenn das der Fall ist, wenn Sie sagen, wenn Sie den Zwischenruf machen, das sei unser Problem, dann frage ich zurück, ob Sie denn nicht die Schilder aufgehängt haben, wir wollen wählen jetzt. Und warum sollten wir nicht dazu stehen? Ich komme auf das Thema 1. Oktober oder früher noch zurück. Meine Damen und Herren, es ist gesagt worden, der Bundeskanzler hätte sich zum Rücktritt entschließen müssen, um Neuwahlen herbeizuführen. Warum ist das nicht am 17. September gleichfalls gesagt und gefordert worden? Herr Kollege Brandt, Sie haben gesagt, ich glaube, ich habe es richtig notiert, Sie werden genau beobachten, ob der Bundeskanzler mit seiner eigenen Mehrheit das vorzeitige Ende einer Legislaturperiode herbeiführen kann. Das ist auch gewiss eine gerechtfertigte Frage. Frau Schuchert hat gemeint, am 17. September habe die FDP den Schlüssel zu einer Auflösung in der Hand gehabt. Ich frage, meine Damen und Herren, ich frage, inwieweit unterscheidet sich die verfassungsrechtliche Qualität des damaligen Vorschlages eigentlich von dem, was heute beabsichtigt wird? Meine Damen und Herren, wer nach einem konstruktiven Misstrauensvotum Kanzler wird oder Kanzler bleibt, wiederhole, wer nach einem konstruktiven Misstrauensvotum Kanzler wird oder Kanzler bleibt, der hat das Recht, über Artikel 68 nach einer Vertrauensfrage, wenn der Bundespräsident es so will, die Auflösung des Bundestages und Neuwahlen herbeizuführen, Herr Professor Ehmke. So Helmut Schmidt am 9. September 1982 an dieser Stelle im Deutschen Bundestag ausweislich des Protokolls. Wer Bundeskanzler wird oder bleibt nach einem konstruktiven Misstrauensvotum, hören Sie doch bitte zu oder lesen Sie es nach, genau der Zustand, der eingetreten ist, ist von Helmut Schmidt bezeichnet worden als der Grund für ein Vorgehen nach 68, um Neuwahlen herbeizuführen, meine Damen und Herren. Warum, meine Damen und Herren, gilt unter den obwaltenden Umständen anderes, als es damals nach Ihren Wunschvorstellungen hätte gelten sollen? Herr Kollege Brandt, Sie haben gesagt, die Koalition wählt den ihr günstig erscheinenden Neuwahlzeitpunkt. Nun, das, meine Damen und Herren, ist sicher eine gewagte Behauptung, Herr Brandt. Denn ob der 6. März mit dem, was wir hier beschlossen und unserem Volke angeboten haben, an Zumutungen, an Entbehrungen, an Leistungen, was wir an Arbeitslosenziffer, die wir alle wissen, im Februar auf dem Tisch haben werden, ob das wirklich ein unter wahlopportunistischen Gesichtspunkten günstig gewählter Zeitpunkt wäre, nun das, Herr Brandt, kann man ja wohl mit Fug und Recht bezweifeln. Das gilt im gleichen Maße, meine Damen und Herren, das gilt im gleichen Maße für die hier aufgestellte Behauptung, das Wahlrisiko am 17.09. sei zu hoch gewesen. Ich wiederhole noch einmal. Die beiden damals möglichen Lösungen, die ich nicht für sachgerechte Lösungen gehalten habe und heute erst recht nicht halte, nämlich entweder ein Minderheitenkabinett, unvertretbar und unverantwortbar,
angesichts des schwierigsten Winters, in den wir wirtschafts- und beschäftigungspolitisch gehen? Oder keine Verabschiedung des notwendigen Haushalts 1983, vor allem aber keine Verabschiedung der Begleitgesetze für den Haushalt 1983, die am 1. Januar ihre Einsparungswirkung entfalten müssen, um uns vor einer schlimmen Haushaltsentwicklung im Jahre 1983 zu bewahren. Und wer dann heute noch davon redet, meine Damen und Herren, 28 Milliarden seien im ersten Etatentwurf abgepeilt worden und jetzt sei es 40 geworden und meint, man hätte bei 28 Milliarden bleiben müssen, der hat von den sachlichen Arbeiten dieses Parlaments genauso wenig Kenntnis genommen wie in den früheren Jahren. Und deswegen, Herr Kollege Brandt, ist Ihre Formulierung an die FDP gerichtet. Sie haben gemeint, so sagten Sie, dem Wähler davonlaufen zu können, ungerechtfertigt und falsch. Wir stellen uns dem Wähler, aber wir sind, meine Damen und Herren, den Sachproblemen nicht davongelaufen, so wie die Sozialdemokratische Partei mit zunehmender Geschwindigkeit der Sicherheitspolitik Helmut Schmidts, den Einsichten Helmut Schmidts an die notwendige Haushaltspolitik und Wirtschaftspolitik, der Energiepolitik, die die sozialliberale Koalition konzipiert hatte, wie sie allem dem davongelaufen ist in einem 75-Tage-Marathonrennen, meine Damen und Herren, das kaum noch überboten werden kann. Wenn Sie, verehrter Herr Kollege Brandt, davon sprechen, erstens das Stichwort Depression in unsere wirtschaftspolitische Diskussion einführen, warne ich dringend davor, dies zu tun. Ich weiß, dass es auch jemand anders in Ihrer Partei tut, dem ich weltökonomische Einsichten, wie Sie... Ja, ich weiß das, Herr Brandt, warne dennoch davor, mit diesem Begriff und mit diesem Wort in einer Weise umzugehen, die self-fulfilling prophecy werden kann, Herr Brandt. Und daran kann keiner von uns ein Interesse haben. Wenn Sie weiter sagen, die Schwierigkeiten, mit denen wir zu tun haben, seien Ausdruck internationaler Verwerfungen, dann bestreitet das in Teilbereichen niemand. Das ist nicht bestritten worden und es wird auch nicht bestritten worden. Aber ich darf ein Zitat hier wiederholen. Dem Verfahren Ihnen folgen, Herr Brandt, obwohl ich das auch nicht gerne tue, mich selber zu zitieren. Diese weltweite Wachstumsschwäche darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die derzeitigen weltwirtschaftlichen Schwierigkeiten die Summe einzelstaatlicher Fehlentwicklungen sind und dass ein wesentlicher Teil der Ursachen unserer binnenwirtschaftlichen Probleme auch im eigenen Lande zu suchen ist. So habe ich es, meine Damen und Herren, dem Bundeskanzler Helmut Schmidt am 9. September schriftlich formuliert auf den Tisch gelegt. Und das halte ich auch nach wie vor und heute noch für richtig. Wir haben vor dem 17. September, lange vor dem 17. September, Diskussionen über die Formulierung gehabt, die vorhin kritisiert wurde, weil Herr Genscher sie gebraucht habe, dass das Haus in Ordnung gebracht werden müsse. Wir hatten kontroverse Diskussionen darüber. Einige der Kollegen im alten Kabinett werden sich daran erinnern. Aber wir haben das nicht erst jetzt gesagt, sondern wir haben im Zuge der sich abzeichnenden Fehlentwicklungen die Notwendigkeit solcher Entscheidungen heraufkommen sehen und uns ihnen gestellt. Ich sage auch hier noch einmal, meine Damen und Herren, ebenso wie es mein Freund Hans-Dietrich Genscher vorhin von dieser Stelle getan hat und wie ich es vor zwei Tagen tun konnte. Wir haben diesen Wechsel aus unserer Verantwortung, aus unserer Einsicht in die Notwendigkeiten dieses Landes für richtig, für unumgänglich gehalten. Und wir übernehmen diese Verantwortung und stellen uns dieser Verantwortung auch und gerade dem Urteil des Wählers am 6. März 1983. Meine Damen und Herren, wenn Fehlentwicklungen eingetreten sind, und die kann doch keiner bestreiten, dann, Herr Brandt, kann man es nicht so leicht machen, wie Sie formuliert haben. Wenn schon, dann tragen Sie die Verantwortung und wir kritisieren. Wir haben alle Verantwortung. Wir stellen uns dieser Verantwortung.
Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Zu einer persönlichen Erklärung nach 32 hat das Wort der Abgeordnete Kanzler. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren, für den Zwischenruf Heuchler, für den ich einen Ordnungsruf erhalten habe, möchte ich mich entschuldigen, denn er gilt ja als unparlamentarisch. Ich lege aber Wert darauf, dass der Zwischenruf bei der Rede des Kollegen Weigel erfolgte, der meinen Parteivorsitzenden attackierte, und nicht bei der Rede des Kollegen Koppig, auf die hin ich meinen Ordnungsruf hier erhalten habe. Danke sehr. Die SPD-Fraktion hat nach dieser Plenarsitzung noch eine Fraktionssitzung. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Bundeskanzlers gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes, zu dessen Annahme die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erforderlich ist. Meine Damen und Herren, die Fraktion der CDU-CSU hat gemäß § 52 unserer Geschäftsordnung namentliche Abstimmung verlangt. Ich eröffne die namentliche Abstimmung. Ich gebe das amtliche Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt. Von den vollstimmberechtigten Mitgliedern des Hauses haben 474 ihre Stimme abgegeben. Davon ungültige Stimmen keine. Mit Ja haben gestimmt 8, mit Nein haben gestimmt 218, enthalten haben sich 248. Von den 20 Berliner Abgeordneten haben den Berliner Abgeordneten haben 20 ihre Stimme abgegeben, davon ungültig keine, mit Ja keine, mit Nein haben gestimmt 9, mit Enthaltung 11. Nach Artikel 68 des Grundgesetzes ist für die Annahme des Antrags die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erforderlich, das heißt 249 Ja-Stimmen. Der Antrag des Bundeskanzlers gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes hat somit nicht die erforderliche Mehrheit gefunden. Ich werde dem Herrn Bundespräsidenten unverzüglich das Abstimmungsergebnis übermitteln. Wenn der Bundeskanzler aufgrund des Abstimmungsergebnisses den Vorschlag zur Auflösung des Bundestages unterbreitet hat, liegt die Entscheidung über die vorgezogene Neuwahlen beim Bundespräsidenten. Da gemäß Artikel 39 unseres Grundgesetzes die Wahlperiode auch bei vorgezogenen Neuwahlen erst mit dem Zusammentritt des neu gewählten Bundestages endet, werden Sie über die weitere Arbeit des 9. Deutschen Bundestages rechtzeitig informiert. Und nochmals, die Sitzung ist geschlossen. Alles Gute über die Feiertage.